Ja, hey, jede Sekunde ein neuer Corona-Patient, Bruder. 22, 23, das ist krass, oder? Ja, Warte hey, das mal, ist. ich glaube, ich bin jetzt auch online, oder? Hey. Ja, Mann, genau. Absolut. Hey, ich sag dir, was er kann. Was sagst du? Gesundheit ist eine Illusion. Du hörst du, entweder du hast Ja, Corona oder du hast es nicht. wer so krank ist Aber wie du, ist doch sowieso klar, Mann. Gesundheit ist nur ein Vorschlag in deiner Vorstellungswelt, weißt du? Ob du gesund bist oder nicht. Meinst du das? Ja, schau dich doch mal an, hey. Ich schaue mich Schau dich nicht doch an, mal ich an, habe hey. kein Du, du Spiegel. hältst dich für gesund, alle da anderen denken sich, wie krank ist der? Ja. Meinst du, ich muss mich testen lassen oder was? It's the suggestion. Ja, ich würde mich, hey, ich lass, hey, bitte lass dich testen, hey. Das wäre so krass, wenn einer von uns beiden Corona hätte, ja? Und wir machen dann so quasi, Ja? wir schicken dann so Projektionen auf die Bühne von uns, weißt du? Hey, auf der Bühne werde ich sagen, der Stefan hat sich testen lassen und ja, der IQ ist 99. Ja, Bruder. Schreib ich dir gleich auf, Hey, der Coronavirus hat mir auf jeden Fall ein paar IQ-Punkte runtergestrichen. Vom Stefan potenziellen Maximum. hat sich testen lassen. Das finde ich voll lustig. Die Corona. My Corona. Ich wollte erst, dass wir so, wir haben ja früher auch, weißt du, kennst du so der eine, der Heiko, der war doch so drastisch drauf, ja? Und da hat er immer so, Ja, wir tanzen die Mussolini gemacht und so, ja? Und so musst du jetzt ja. den Corona tanzen mit dem Fußtritt unten, weißt du so? Wir tanzen Wir den tanzen den Corona, Corona, wir tanzen die Corona. Wir Corona. tanzen den Corona. Ja, Mann, Wir voll tanzen den respektlos, ey. Bundesgesundheitsminister. Ja, Mann, ist so hart, ey. Hey, voll spannend, wenn der was vorliest und so. Hey Bruder, voll Ja? spannend. Ja, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ja, es das heißt ja, es wird abgeraten, zu Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten zu gehen. Ne? Ja. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr als 1000 Leute bei unseren Shows haben. Ja? Ich Und auch, jetzt, hey. ja, Voll ist doch echt gerne. positiv, oder? Jetzt, was Ja. sind jetzt morgen Abend im Schlachthof? Das sind jetzt, glaube ich, 200 oder so, Ja, ja? Wenn die alle kommen, lieber dann ist weniger. alles Sag safe, lieber, oder? das sind weniger, weil sonst denken die sich, oh, das ist zu gefährlich, verstehst du? Aber unsere Ja, Fans sind genau. sowieso die Geile Hardcore-Typen. Strategie. Unsere Fans sind eh die Hardcore-Typen, ja, Und die weißt du, kennen keinen Schmerz, ja, die das kennen keinen sehe ich, Schmerz. ja. Aber ich kann Hey, dich hier zum. schaut mal, Hino Herzlich schaut zu, sehe ich gerade. Hey, wir Ja? haben schon einen Zuschauer, wie geil, Ja, hey. bei YouTube Wo habe ich kann er hin? drei, Wo Ötsch. kann er hin? Wo Der kann er Gaming hin? Ja, Twitch Kreisel ist am Start, ist der halt Gaming gleich. die exklusivere Plattform, weißt du? Ja, verstehe ich Ja. schon. Ja. Aber Ja, zum ich Thema, weiß, weil ich ich muss tue. kurz schreiben, ja? Ja. Zum Thema Veranstaltungen absagen und so, ja? Ja. Der Randy, ja? Da war Ja. gestern Swinger Club, ja? Die Ja. haben gehabt, Lass es denn wieder rein. die haben gehabt Get Together, ja? Also, Ja. nicht, nein, bei denen nennen das Come Together. Ja, Ja? okay, ja, im Come Together, ja? Zwingerclub. Und Ja. die haben ihn nicht reingelassen. Was? Der darf nicht in meinen Zwingerclub rein, Ja, oder der ist was? doch Stammgast. Vielleicht hat er Weil gesagt, er ich bin Corona hat, Stammgast. oder was? Nein, Ja. der ist voll gesund. Er ist Stammgast und die haben gesagt, ja, es tut ihnen super leid und so, ja. Aber er ist Ach, halt, krass. wenn er reinkommt, ist er der Tausendste und dann müssen sie die Ja? Veranstaltung absagen. Ach, shit. Ja, klar, logisch. Ja, genau. Und deswegen sind es halt nur 999 und er steht draußen und darf sich halt runterholen. Wo krank? Ja, Ist im Zweifel eh besser. Sie haben gesagt, so vielleicht, wenn er in einer halben Stunde nochmal wiederkommen möchte oder so, ja. Dann hat er gesagt, vor ihm ist noch der Dings der Heiko reingegangen, der braucht immer nur 3 Minuten, ja. Ja, Aber das hat trotzdem nicht Junge, komm bald geklappt. wieder. Hart, oder? Hey, Hino Herzlich schreibt hier, ey, Ja. ich bin in Brandenburg, denke, hier kommt der Kram nie an. Und auf einmal Nachbarstadt, 5000 Mann Quarantäne. Wo war das? Alter. Wo war das? Wo war das? Wo ist er? In Brandenburg, sagt er. Ja, krass, oder? Es wäre auch voll Wo in unsolidarisch Brandenburg? gewesen. Genau. Unsolidarisch gewesen, wenn sie da drüben nicht auch was haben, oder? In no Nesutat. Nesutat. Ah, Neustadt. Novosad, oder? Heißt es doch auf Russisch, oder? Ja, genau. Novisad. Novosibirsk. Ja. So heftig, Digga, ey. Ja, Mann. Neustadt Dosse. Wir verquatschen uns Neustadt schon wieder. Wir Dosse. müssen ja eigentlich gehen. Wir Ja, wir müssen mal raus. Das verquatschen müssen wir uns. eigentlich Wir müssen machen gehen. Pass müssen, auf. ja? Wir müssen Ja. zu dem Anvil. Pass auf, ja. Ich sag dir, wie das geht, ja. Weißt du Ich das, mache jetzt ja? Fast Travel. Ja, Bruder. Ich hab gegoogelt. Hey, du Google ist dein Freund. Nee, Bester Mann, Quatsch. auf Du die gehst einfach auf Sanctuary, Sanctuary, Ja, oder? Fast Travel. Dann gehst du auf Orbit View, ja. Warte, ich Dann schnell. gehst du da auf Eden 6. Also, ich mache das jetzt Aber mal wir kurz gehen auf auf Planet Translate, Eden ja. 6, oder was? Ja, genau. Und dann The Anvil. Wo ist der Orbit View, Bruder? Ah, das ist woanders. Das ist nicht vorne bei dem Sanctuary-Ding. Da bist du doch. Auf der Du Map, oder was? gehst einfach auf die Map, ja?
Und dann, aber da ist doch nur das Raumschiff, oder? Ich kann nur Raumschiff, Mann. Jetzt bist du ja drin, das kann ich nicht. Okay, du gehst drauf auf das große Flings, ja? Ja. Dann gehst du auf, da bist du auf der Map vom Raumschiff, ja? Und jetzt drückst du Dreieck, ja? Dann kommt Orbit View, ja? Wow, dann siehst du eine ganze Welt. Hey, das kannte ich ja. Das ist ja voll geil. Das ist ja voll die neue. Das tut ja aber auch keiner sagen. Eden 6, oder was? Ja, genau. Da muss ich jetzt hin, Bruder. Und dann Eden, gehe ich mit quasi. Ja, Eden 6, komm ich. Und dann gehst du drauf und dann kommt Anvil. Ja, Mann, geh ich auch hin. Voll gut, Mann. On the way. Mein Freund. Krass, oder? Again what learned. Again what learned, fast travel. Ja, Mann, weißt du eigentlich, hast du gewusst, warum die das gemacht haben, das Coronavirus? Das hat die Queen Elisabeth wegen, weil die Corona heißt ja Krone, oder? Ach so. Um Meghan und Harry zu töten. Ach so, nein, damit die das nicht nach. Oh, krass, das wusste ich auch nicht. Von der Krone losgesagt haben, weißt du? Wir können das morgen im Schlachthof, wenn wir auftreten, mal Abstimmung machen, welche Theorie am wahrscheinlichsten ist, ja? Okay. Weil der Heiko hat gesagt, die haben das erfunden, ja, damit sie Fridays for Future absagen können. Boah, krasse These. Ja, Mann. Absolut. Das ist wow, sehr interessant, ja? Ja, okay. Oder? Das ist kann ich verstehen, ja? Das haben quasi die Umwelthasser. Nein, das haben die da oben gemacht. Die da oben, also quasi. Die Dämmelhubers aus dem 11. Stock, weißt du? Das sind doch die da oben. Du kennst doch die da oben, oder? Ja, logisch, die da oben, hey. Das sind die Dämmelhubers. Ich hätte gedacht, die sind eigentlich voll. Dank dem Herrn, der über uns wohnt, hat meine Mama immer gesagt früher. Ja, die da oben halt. Das machen alles die da oben. Die da oben. Oh, krass, die Dämmelhubers. Das ist krass, oder? Hätte ich auch nicht gedacht, was die alles können, hey. Ja. Hey, du hast mir gesagt, du hast Penthouse-Wohnung, über dir wohnt keiner. Was laberst du? Ja, ich hätte auch von nicht. Ich Penthouse wohne, ich wohne dritter Stock. Bei mich wohnt keiner, aber du wohnst doch Neuperlach, Mann. Ja, Mann, ey. Ich wohne 18. Stock, aber über mich sind noch 3 Stock bei dir. Wer sind da bei dich die da oben? Jeder kennt da die da oben, oder? Bei mir sind es die Dragic, ja, und dann noch eins drüber, da wohnt die Heike. Die Heike? Die spricht nicht mehr mit mir. Oh, krass, ey, bei dir geht's voll ab, oder? Ja, ich könnte jetzt da rumschießen, aber wir müssen was tun, deswegen muss man die erschießen. Ja, komm, was willst du, ey, du Bitch? Rein, ey. Die da oben. Das sind ja die zwei, die da oben. Weißt du, mit wem die verwandt sind? Boah, Alter, was? Ich bin jetzt gar gestorben, weil ich jetzt nicht zu. Weißt du, die sind verwandt mit der Wetterbericht. Der Wetterbericht? Ja. Oh shit, ich bin auch gestorben. Mann, wollen wir zu belabern, hey. Mir voll, hey. Ich muss mir kurz Second Wind holen, hey. Hey, der Chris McKenzie fragt, ob wir Angst haben vor Corona in München. Ja, ich kann jetzt nicht schreiben, aber ich gebe dir Text, ja. Der Stefan will voll Corona haben, ja. Weil ja, er sagt, ja. Er ist halt Early Adopter, er will es als Erster haben. Und ich habe halt null Angst, ja. Ich habe doch nicht Angst vor so einem kleinen Virus, ja. Ich halte mich da an Beuern. Der Beuern hat gesagt, er hat den Rave der 90er überlebt, die härtesten Drogen, ja. Und er lässt sich jetzt nicht von so einem Virus killen, was nach so einem langweiligen Bier benannt ist, sagt der Beuern. Da hat er recht, der Beuern. Ein Virus muss krasser heißen. Da muss irgendwie sowas heißen wie Brontal oder ja, das brontale Virus. Das wäre ein gutes Virus. Ja, oder sowas wie Death Star 5 oder sowas, weißt du? Ja, voll der langweilige Name, oder? Virus. Also wir ballern die jetzt erstmal alle ab, oder was? Ja, krass, ey. Krass, wenn wir Ballernkauf machen, ey. Erstmal alle töten. Meine Drohne müsste noch irgendwo unterwegs sein, ja? Was ich mach mal hier groß. Ja, hast du recht, ja. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten, weißt du? Ja, hast du recht, warte. Nein, McKenzie, wir haben null. Du bist ein Snipern. Hey, der Chris McKenzie kommt aus Schottland. Wie geil, oder? Gruß nach Schottland. Wie ist es in Schottland mit Corona? Oder machen die da nur Whisky? Niemand weiß es. Von England tut man gar nichts hören. Seit die Brexit haben, ich glaube, die haben noch nicht mal Dings, oder? So geil. Ich muss gar nicht zuschauen beim Ballern. Hey. Ich kann einfach alles raushauen, ja? Und die voll... fertig machen? Ist das so, ja? Ja, Mann, weil ich ein harter Typ bin. Schieße ich mal die da oben noch ab? Hey, den wollte ich machen. Okay, kannst du auch machen. Oh, warte, hey, sorry. Sorry, Braut. Gib die weg, oder? Warte, oh, hey, Messer. Fight for your life, warte. Ah, Second Wind, geil. Kommt denn der her? Okay, wir müssen ja eigentlich das Teil hier machen, oder? Ja, dieser genau, Klotz da, was? Auf dem Klotz da irgendwie. Kannst du die mal endlich töten, Bruder? Du hast ja 100 Jahre, bis du die mal getötet hast, Mann. Ja, gut. Ich bin halt so, weißt du. Ich muss auf Shotgun gehen. Shotgun macht mehr Spaß. Jetzt ist die weg, oder? Da oben auf dem Dach steht einer.
Na, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich sterbe. Das war jetzt echt schwach von mir, hey. Ich hätte dich schon gerettet, hey. Und Pikachu ist dabei. Ihr müsst Fortnite spielen, ich trainiere euch. Kein Ding. Ja, dachte auch gerade, den Namen kenne ich doch, hey. Grumpy Kacke, Killer Mieze, hey, du auch hier, geil. Oh krass, ja, cool, hey, cool, dass ihr da zuschaut, Leute. Killer Mieze und Grumpy Kacke. Grumpy Kacke, was ist ein krasser Name? Das klingt wie so ein Hardcore-Porno, hey. Bukaki, oder? Don't Bukake. Bruder. So. Und hast du jetzt schon alle gekillt, oder? Ich glaube, da gibt's zwei, gibt's noch. Hier, Kopfschuss. Die beste ist einfach meine Shotgun, die ist die beste. Ich liebe meine Shotgun. So. Gemessert, hey. Zum Schluss noch gemessert, hey. Was denn? Da okay. Oben oder was? Wo bist denn der da oben oder was? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob er die alle killen muss. Ich meine, ich will halt in Ruhe mal auf den Klotz da drauf gehen, ja? Immer alle killen, Bruder. Auf welchen Klotz? Auf den hier? Hey, aus der Chris McKenzie, du hast den USA. Frage. Wer kennt uns da einer in den USA? Wahrscheinlich nicht so ganz so viele Leute. USA. USA. Die kriegen, USA. Ah, ich geh mal hier. Das ist jetzt das Teil, wo man was machen muss, oder? Wo ist denn das Teil? Ja, okay, krass, oder? Wo bist du? Oh, warte. Ich tu mal diesen Typen hier noch nehmen. Ich nehme ihn mir. Jetzt steigt er da hoch, oder? Hey, Bruder. Ich schaff's nicht, da hoch zu steigen. Oh, shit, oder? Oh, Irene. Ich bin jetzt auf den Teil drauf, was man machen muss, aber keine Ahnung. Da hey, unten bist du, doch oder? Wieder. Na, da unten liegt es. Ah, das muss man mitnehmen. Da liegt jetzt plötzlich was. Hast du jetzt was gesammelt, oder? Jensen Ecolog. Take. Hab ich getaked, Mann. Detroit. Wir hatten gute Zeiten. Wir hatten schlechte Zeiten. Hey, der Chris McKenzie, meinst du das Video, wo der Erkan Brexit gemacht hat, oder was? Er fand das Video aus Frankfurt geil. Danke, Bruder. Chris McKenzie. Brexit. Hey, Flying Tobi 94, was geht ab? Aruvion, das sagen die, die es nicht verstehen und spielen können. No hate. Brexit. Nein, er meint GGG. Der kennt das GGG-Video, ey. Krass, oder? Oh, krass, mit dem krassen John Thompson, oder? Ja, Mann, John Thompson, jetzt check ich. Der Typ war crazy. Der hat uns jetzt irgendwie. Hat der Typ. Egal, wahrscheinlich schaut er jetzt zu, der spinnt. Okay, krass. Wieso? So. Das ist ein erfolgreicher Unternehmer, ey, verstehst du? Er ist ein erfolgreicher Filmproduzent. Find Hammerlocks Gang, ey. Okay, dann finden wir jetzt mal die Gang, oder, ey? Ja, warte, ich muss hier, das ist ein Looter-Shooter. Ja, Benjamin Kneißl, hallo Benjamin Kneißl, wir tun es per Text beantworten, weil wir halt scammen müssen, weißt du? Was? So, Flying Tobi sagt nichts bei dir, Stefan. Was meinst du, Tobi? Get good or get dead, so, so. Nabend. So, okay. Yo, hey, was geht hier? Wir haben einen Whisky, Klammer, ein schottischer Whisky, finde ich voll gut, Mann. Schottischer Whisky haben sie in Irland und in Schottland und ich glaube, das ist das Beste gegen Corona. Ja? Den Körper voll durchimmunisieren, dass die Viren Angst bekommen. Die sagen, ich gehe doch nicht in den Body rein, da wäre ich ja todkrank. Verstehst du? Ja, genau. Ich hör mal auf, hier euch zu dissen hier von wegen, hey, Fortnite ist das beste Spiel. Was sagt Aruvion? Ich will mir auch nichts beibringen, ich spiele lieber richtige Spiele. Nee, Leute, hey, peace, ja? Jeder hat halt so. Tut euch hart battlen. Ja, Mann. Ja. Konflikt ist. Schau mal, man kann, ist ja voll lange. Soll man nur ein Spiel spielen, oder was? Was geht denn hier ab? Die sind immun. Boah, jetzt bin ich gestorben, hey. Weil ich out of ammo war, hey. Ja, kann, wo bist du? Ich bin da bei dem anderen, wo man die Gang finden kann. Mach das, du bist der Beste. Ja, klar, Mann. Resurrecting Ellie. Wer ist denn diese Ellie? Wo jetzt bin ich gestorben? Hey, voll gut. Wo bist du? Da, wo du weggelaufen bist. Komm her. Weil die so krasse Teile werden, die sind hart, die Typen. Danke mal. Ja, ich war in diesem Giftzeug drin, hey, du hast kaum noch Leben, Mann. Ja, bei Battlefield, wo gibt's ein Leben, hey, Mann? Fuck, ey. Okay, ja, stimmt, mein Shield ist voll unten. Ich schicke einfach mal meine Drohne los, scheiß doch drauf, oder? Dafür hab ich sie doch. Nee, hey, hört mal auf mich zu schießen, Leute, das ist nicht fair. Man muss die erst killen, sonst lassen sie es nicht fallen, die Schweine, ja? Echt, oder? Was haben die denn? Hey, warum schießen die da auf mich? Hier ist irgendwie. Schau mal, hier, der Stefan, der Dings, der Iron Bier macht die halt fertig, hey, verstehst du? Iron Berg killt, ja gut, mach. Boah, krass, wie der runter geht, siehst du das? Ja. Ja, man muss die erst killen, weil die haben diesen, die haben den Key, verstehst du? Ach, die haben den Key? Ja. Ja gut, der killt die, hey. Muss ich dann zerschlagen, jetzt ist er so. Fellomat ist anwesend, hey. Jetzt ist er so Kristall. Jetzt ist wieder Fellomat am Start. Krasse Grüße nach Bremen, oder? Oder wo war der Fellomat? War Bremen, oder?
Die Ü30-Community bei Fortnite ist riesig. Ich baue auch noch Lego und Daddle auf der NES. Korrekt, Bruder. Was die alles texten, ey. Da liegt das Teil rum. Life is important. Okay, krass. Wow, was ist das Geiles, ey. Also, krass, oder? Die waren überall so krass. Hey, wo gehst du? Ich habe jetzt so Teil, ich habe versehentlich Waffe getauscht, aber ich wollte eigentlich das Teil holen. Ich wollte eigentlich das Teil holen, ne? Weiß nicht, ob ich jetzt die Waffe ist, die jetzt geiler, die ich da habe. Das Teil war eine Kunstbewegung, Bruder. Welches Teil? Welches Teil, Bruder? Das Teil. Das Teil. Welches Teil, Mann? Welches Teil, Mann? Das Teil. Welches Teil? Das sieht null aus mit Kunst, hey, das Teil. 68? Welches Teil, Mann? Jetzt habe ich schon die Waffe voll gegen die Loser-Damage getauscht hier. Die ist voll scheiße, die Waffe. Ich muss meine Waffe wieder haben mit der geilen Damage. Das ist doch mein Sniper hier, oder? Keine Ahnung. Habe ich die coole Waffe aufgelesen, oder? Da war auf jeden Fall so eine richtig krasse Waffe. Ja, ein geiler Sniper, oder? Nee, keine Ahnung. Irgendwas. Nee, war ein Shield, das ich genommen habe. Okay, Mann. Also, auf zum nächsten. Solingen. Failomat war in Solingen. Digga, wir waren nie in Solingen. Doch, waren wir in Solingen? Waren wir in Solingen, Erkan? In Solingen? Ja, du wolltest da nicht mal Messer kaufen, oder? Du hast gesagt, die haben die besten Messer, hast du gesagt. Ja, stimmt, das steht immer auf den Messern drauf. Trostfrei Solingen, oder? Solingen. Rostfrei. Rostfrei, ja, das ist keine Ahnung. Was auch für. Ich check diese, die sind so ungenau, die Scheiß. Ja, das bist du, du bist bei dem Teil, oder? Du bist ja echt schon da richtig bei dem Vorfahrtsschild, weißt du? Ich hab keine Ahnung. Nee, nicht Vorfahrtsschild, was ist das? Karo, was ist das, Karo? Weil ich so krass cooler Dude bin. Karo? Was laberst du? Ja, die oder Raute halt. Ja, ich bin, nein, ich bin jetzt irgendwie da so eine Wand hochgegangen. Der Rondos ist auch am Start. Hallo Rondos, was geht hier? Du tust looten, oder? Ja, du bist eh schon richtig. Welche Wand bist du hochgelaufen, Mann? Du hast voll Corona, hast du. Grüß den Bodensee. Du hast Brain Corona, Ebola, AIDS. Du hast schon immer Corona. Oh, wie bist du denn hochgekommen? Wie hochgekommen? Achso, du bist noch gar nicht oben, oder? Du bist auch da oben, oder? Keine Ahnung, hey. Nein, Mann, ich bin nicht da oben. Bin irgendwo falsch. Wo bist du? Ach da so, unten? Okay. Ich bin hochgegangen. Leute töten, weißt du? Boah, die ist ja geil, die Waffe. Da kommt zu wenig raus, aber was rauskommt, ist gut. Na, krass, oder? Die hat so 20 Schüsse hintereinander, das ist geil. Die macht Bock, hey. Oh shit. Bin ich jetzt gestorben? Soll ich dich retten, Bruder? Stehst du bei mir? Nicht ganz, Mann, aber ich komm runtergeflogen, ey. Ich bin der harte Typ. Oh, fuck. Jetzt bin ich Ironbier, sorry. Ich wollte dich einretten. Falscher Knopf gedrückt. Ja, alles gut, Bruder, alles gut. Du hast ja voll Kohle alles auf dem Konto, oder? Das kostet ja nicht jedes Mal was. Ach so. Das kostet mir jedes 15 Mal. Hast du mich jetzt nicht mal was gekostet? Mal checken. Zero, Bruder, zero. So, du bist da oben, oder? Krass. Ich mache gerade, hey, Salat, verstehst du? Du machst Salat aus den Leuten? Ja, Mann, hey. Aus ich mache Pokéball, mache ich hier, verstehst du? Ja, verstehst. Boah, der ist so geil, die Granaten, die der raushaut, ja? Die rennen wie die Irren auf dich zu und er haut die Granaten raus und schausen. Ey, ich musste vor kurzem, habe ich geträumt, vom letzten Broadcast, wo wir diesen krassen, epischen Endgegner gemacht haben, den Gravemaster. Gravewart. Von dem Broadcast hast du nochmal geträumt? Ja, Mann. Das ist geil. Ja, da muss ich kein schlechtes Gewissen. Alter. Oh, da ist ein harter Typ. Da ist ein krasser Endgegner. Nicht Endgegner, aber der ist so ein. Krass. Ein Enforcer halt. Shield ist schon runter. Okay, ich komme, Bruder, ich komme. Oh, fuck. Jetzt hat's mich erwischt, hey. Ich hab alles kaputt gemacht, aber der Typ stresst halt, ja. Bleib, wo du bist. Ja? Bist du, schaffst du das, Mann? Hey, du überweist mich gerade, oder? Bist voller Gott, hey. Ja. Out of Ammo. Jetzt muss ich um mein Leben kämpfen, scheiße, Mann. Na fuck, beide chausen, oder? Scheiße, Mann. Beide gestorben. Ich versuche mir gerade. Boah, der Rondos kriegt gerade Carbonara von seiner Freundin gekocht. Oh, der Mann hat alles im Griff, oder? Du machst alles richtig, Rondos, hey. Ich bin auch gerade am Leben. Diese Bastard-Huren, so ein Schweinearschlöcher, die haben mich gekillt, hey. Boah, scheiße, Mann! Ich finde es voll gut, dass du nicht mehr, dass du nicht mehr so viel fluchen tust wie früher. Der Endforcer hätte fast nur noch ein kleines Pünktchen, weißt du? Heul halt, ey, du hast doch Corona, ey. Ja, heul halt selber. Du hast doch Corona, scheiße, Mann. Scheiße, ich will mal die Ammo, wo gibt's denn hier ein Ammo-Teil? Gibt's nichts zu kaufen oder was, Mann?
bei deiner Mutter? Meine Mutter hat immer Gas zu kaufen, Mann. Ich habe immer noch nicht die Antwort darauf. Warum gibt es so viele Hurensöhne und viel zu wenig Prostituierte? Niemand weiß es, Bruder. Aber die Rechnung geht nicht auf. Du hast schon recht. Ja? Oder? Ich meine, wenn die das verbieten tun, weiß ich gar nicht, wie wir da, wie kommen wir jetzt dahin, Mann? Ey? Wenn man das verbieten tut, ja, Prostitution, ja? Dann gibt es auch keine Hurensöhne mehr. Wahrscheinlich. Ja, stimmt, dann haben wir ein Riesenproblem, oder? Wer kümmert sich um den Nachwuchs? Ja, Mann. Das sind alles lauter Langweiler. Shit, Mann, ey. Wie sind die drauf, die Leute, ey? An der Hoch geht's erstmal, oder? Boah, mit einem Schuss den Boss Enforcer gekillt und mir Second Wind geholt. Kann man auch machen, oder? Den habe ich jetzt auch gekillt, den Penner, hey. Oh, was ist mit dich los? Brauchst du? Komm her, brauchst du, oder? Ich brauche. Ja, komm her. Gibst du mich? Revive Ellie, ja. Bester Mann, bester Mann. Er wollte erstmal nachladen, verstehst du? Nachladen war meiner Waffe wichtiger. Thanks. Meine Waffe ist voll der Ego, hey. Wo ist er denn? Aber den kriegst du mit Second Wind, oder? Schießen voll runter. Ja, bin schon tot. Kann man nichts machen. Okay, wo ist er? Da oben hin. Was dürft er was? Daneben. Der Mann ist nach Solingen gezogen wegen seiner Freundin. Hey, was los, ey? Was los? Ja, okay, die kocht nicht mehr für Carobar, oder? Wem kocht sie Carbonara, nicht in Felomar? Ich hab ihn fertig gemacht. Oh, der hat jetzt so ein Teil. Was hat der für eine Wahnsinnswaffe? Den hab ich gekillt, Mann. Ich hab den gekillt. How point is power? Tag ich einfach mal. Weißt du nie, ob das vielleicht nicht total geil ist. Wie bist du eigentlich darauf? Ja, du bist da rechts rumgelaufen, oder? Ja, da muss man hochgehen, ja. So, ja, jetzt cool, ist das Teil da, oder? Auf der anderen Seite hoch. Ne? Was ist denn das für ein Teil hier? Das Teil. Damage 181, Goldeneye. Krass, oder? Er hat volle Weapons am Hohen. Wie ist meine hier? Die ist 194, ist geiler. Das hier, das ist Shotgun, brauche ich auch nicht. Ich brauche die Scheiße nicht, Mann. Ich bin da voll organisiert, hey. Du bist organisiert, oder? Ich bin immer organisiert, Digga. Denkst du? Denkst du? Da liegt so Teil. Oh, so. Da liegt ein Tod darum. Schau mal her. Komm mal her zu mich, ey. Voll der üble Anblick, ey. Wo bist du, Mann? Ah, das ist auch wieder so ein Hammerlock-Gang-Typ, oder? Damage. 100. Inspect. Asozial. Der Typ liegt tot am Boden, auf einmal ist er wieder am Leben und killt mich, ey. Hey, was soll die Scheiße, ey? Hurensohn. Du lässt mir sowas gefallen, Immune, ja, immune. Ich weiß gar nicht, wo der ist, Mann. Wo ist er denn hier? Ja, wo bist du? Ich sehe nichts. Falsche Waffe. Keine Ahnung, ich schicke mal meine Drohne los und mein Klon. Kennst du das, wenn du nicht checkst, dass du Sniperwaffe hast? Ja, ja. Und auf einmal ist der Typ, du gehst drauf, ja, auf Ziel, dann ist er ganz nah dran an dich, ja? Ja, genau, das macht er. Das ist so sein Ding irgendwie. Wo ist er denn? Und der labert immer so voll wichtig, ja, ja. Die stressen immer. Ja, von wegen, hey, ich habe jetzt noch einen wichtigen Spruch, bevor ich sterbe. Ja, jetzt haben wir ihn eh gleich, oder? Die Drohne gerade voll. Deine Drohne ist geil, Mann. Jetzt ist er eh kaputt, schau. Und jetzt kannst du ihn dazu schlagen, schau. So, mit Faustkampf, bumm. Hast du eh gemacht, oder? Jawohl. Kennst dich aus, ey. Nimm das Teil, Bruder, komm. Also, was ist das? Das ist eine Pistole. Ne, das blaue Teil musst du nehmen. Blaue Teil, okay. Hast du es genommen? Ja, das habe ich genommen. Und wie sind die Waffen? Oh, Alter. Die sind nicht so cool, oder? Warte. Damage von 26, Accuracy. Oh, check. Boah, die ist krass. Warte mal, was habe ich für eine hier? Warte mal. Die hat 6, oh, die nehme ich. Equip, oder? Boah, ist die hart, die Waffe, hey. Boah, die ist halt 4000 wert, hey. Alter. Ach, hast du jetzt meine genommen, oder? Krass. Wir kriegen immer unterschiedliche, Bruder. Ah, krass, oder? Wir kriegen nie die gleichen. Aber die ist auch schon mal, die da liegt, die Explosive, ich glaube, die habe ich hingelegt. Ich habe jetzt hier eine Vladov liegen, ja? Die ist ja, 3700 ja. Dollar wert, Bruder. Dicker, was? Ist so geil, ich habe auf YouTube haben wir schon 9 Zuschauer. Und 2 British Dudes. Yo, mate, what's up? British Dudes, geil, bist du offen, oder? Ja, Mann. Der Magnet Midnight und Chris McKenzie.
Alle sind Macs. Hey, der Mac-Mitarbeiter, Mac kennt sie. Seid ihr beide Mac-User? Voll der geile Witz, oder? Hey, du hast sogar die Jokes drauf, Bruder. Oh nein, voll die Mac-User, so cool, ey. Und ich kenn dich. Du hast halt mehr so die Windows-Typen bei dich auf Twitch, oder? Ja, genau. Okay, ey, neuer Bruder. Rekord, ich habe gerade 11 Zuschauer auf YouTube. Was sagst du jetzt, Mann? Alter, hey, was bist du für ein Boss? Boah, wir da. Sind so krass drauf. Ja, wir lassen halt nicht jeden mal rein. Ja, der hat schon irgendwie Tausende, ja. Ja, wer ist der Kaya, ne? Der macht das, der Kaya, ja, der, hey, das ist doch der Typ, der da auch, weißt schon, Sat.1 und so, der hat so Fernsehen gemacht und so. Der Pocher, ja, der macht gerade so eine Reisesendung, der hat einen Jagdunfall gehabt in Florida, oh, glaube ich. Hast du gesehen, oder? Bild gesehen? Ja, Alter. Ich meine, der Pocher war ja schon immer ein sehr attraktiver junger Mann, ja? Ja. Aber jetzt schaut er halt wirklich sehr super attraktiv aus, ja? Boah, krass, drei Scheiße, User sind wieder abgehüpft von YouTube. Geht's noch, ey? Das wird, tut mir voll leid. Jeder, der dann weggeht von YouTube, ja, wenn nicht bis zum Schluss zuschaut, der wird halt gebannt, ey. Der kriegt halt voll den digitalen Corona, ey. Korrekt, genau. Ist so. Oder, ey? Betrügen mich alle bei Twitch. Was ist das jetzt? Ey, selbst bei mich diskutieren sie jetzt über Klopapier und Penny. Ey, ist so hart. Kann mich mal einer erklären, das ist Corona, warum sie alle Klopapier kaufen? Ich meine, hat man dann Dünnschiss oder muss man denn mehr scheißen oder was ist denn da los mit dem? Mit, keine Ahnung, was ist, Bruder, ich weiß Klopapier ist das neue Gold oder was, Mann, hey? Oder, hey? Niemand weiß das, hey. Niemand ja, Mann, hey. Ja, okay, wird nicht schlecht, gell? Ist leicht zu transportieren, besser als Gold, ja? Ja. Hey, granatenmäßig, hey. Ja, geil. Wir sind schottisch-irisch und nicht britisch, oder? Wer kennt's? Yo, gay. Hey, fucking Drexit, oder? Hey. Die hocken dann sowieso auf der Insel, dann kommt ganz Dings unter Quarantäne. Ich würde als Schotte, würde ich die Schotten dicht machen, hey. Oder? Was sagst du? Als Schotte? Würde ich die Schotten dicht machen? Nicht rauslassen. Absolut, schottendicht, ja logisch, hey. Ich habe schon wieder, hey, so Bruder, Teil gefunden. Ich habe jetzt hier, schon mal, wo die Raute ist, ja, schon wieder, ja. Deans Ecolog. Das ist jetzt das vierte Ecolog, oder? Krass. Hey, na, Dings. Du hast wohl krass, du hast schon gefunden, hey. Ja, Mann. Jetzt müssen wir noch einen so einen Typen killen, hey. Ja, ich habe vorher noch eine andere Ecke gefunden, wo man noch hingehen kann. Ja? Hingehen kann, ja. Alter, das ist kein Spazierspiel, ja. Mach halt dann. Du bist so ein Typ, der wahrscheinlich auch so Railroad Master spielt oder so, von wegen so Eisenbahner Manager Games, oder? Wo man halt dann das ist so kein Spaziergespiel. Ja, Mann. Ich habe jetzt schon noch eine tolle Ecke gefunden. Bau halt eine Gleisanlage, ja. Hey. Ja, schon, hey. Ja, gestern habe ich Englischer Garten gespielt und morgen spiele ich Dings Stadtpark. Ja, meine Farm, hey. Spiel halt meine Farm, hey. So, gibt's ja, da, oder? Hey. So Farming. Ich kenne so Tussi, die hat voll viel Geld geerbt, ja? Und hat sie zwei Jahre lang hat sie dieses Farmspiel gespielt. Jetzt ist sie pleite. Krass, komm her, du Bitch, ey. Oh, der hast du aber geschenkt, oder? Ja, der habe ich geschenkt, ey. Komm her. Ey, 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 was ist? Du musst ihn mal wiederbeleben, Bruder. Du bist doch neben mich, oder? Ich komme, ja. Soll ich, oder? Ja, bitte, wäre ganz cool, Mann. Ich hab dich auch nicht gefragt. Oh, shoot me. Warte, ich mach doch. Ah, geil. Ich hab nur gelesen, was da steht, Mann. Ach so, ja, okay. Shoot me, ja, genau. Und der Mad McMidnight ist Englisch, war krass. Und ich hab über Brexit geschimpft. Sorry, Mad McMidnight, aber weil ich halt schon. Das ist Englisch, oder? Bruder, was geht hier ab, ey? Ich muss ein bisschen wieder Leben tanken, was geht hier ab? Level 30! Oh, Glückwunsch, Mann! Jetzt kann ich ganz geile Waffen probieren, oder? Was geht, ey? Muss ich nachher gleich mal andere Waffen entlocken, ey? Hey, Frau, wieso sind die alle da oben? Ach, die hängen wieder da oben ab, oder? Ja, weil ich stehe schon. Ne, da oben, eins weiter hoch. Wo ist er? Jetzt ist schon wieder Ruhe im Karton, oder was, Mann? Einer ist da noch. Ja, keine Ahnung, was ist das? Auf der Map ist noch einer. Ich hole mal ein bisschen Looter. Weil es ein Looter-Shooter. Auf der Map ist noch einer? Time to die, ja? Wieso sprichst du von dir selber, Frau? Dich gegenüber, Bruder. Whatever. In 2 Jahren haben wir jedes Mal bestimmt 500.000 Zuschauer. Und dann gucken sich die Leute erst aus deiner Perspektive an und dann aus meiner Perspektive. Meinst du? Ne, logisch, Mann. Ich find's auch so hart, Stefan, dass du extra den Corona erfunden hast, hey. 30 mal 18, Accuracy, minus 105 mal 5, das sind 525 gegen 3. Oh, die macht mehr Damage.
2,25 pro Sekunde, 0,09 pro Sekunde. Ich finde es so geil, dass die Zuschauer, zum Beispiel mich jetzt, erst habt ihr über Corona diskutiert und jetzt über Englisch, Britisch und Schottisch. Ist so geil, ey. Wir gamen doch hier, geil, Mann. Oder? Ja, manchmal, wir retten hier die Welt auf Borderlands. Wir sind gerade auf Eden, ja. Wir kämpfen hier ums Überleben, ja. Und die diskutieren, ob Englisch, Schottisch oder Corona, Mann. Eden 6, Bruder. Kommt auf Eden 6, da gibt es kein Englisch, Schottisch und da gibt es auch kein Corona. Da gibt es nicht mal eine Dönerbude, voll asozial, ey. Asozialer Planet eigentlich. Bleibt lieber weg. Hier gibt's nichts zu essen bei dem Game, oder? Wo sind die Raute? Klos gibt's allerdings. Das habe ich schon festgestellt. Hey Rondos, guten Appetit. Sein Bunny hat jetzt Coronara. Spaghetti Coronara, oder was? Spaghetti. Carbonara. Bruder. Jetzt haben sich alle vertragen, finde ich geil. Spaghetti Carbonara. Ja, komm, Stefan, wir sind schon immer auf Völkerverständigung, weißt du? Ja, Mann, genau. Ich check jetzt hier mal durch. Richtung Raute. Ich bin heute voll gut im Game-Modus, merkst du das, Mann? Ich habe vorhin gebattlefieldet, so krass bei Battlefield. Ist jede Woche gibt es ja eine neue Challenge und so. Story, ja? Ja, ja. Und so geil. Wie geht's dir da eigentlich? Asozial, also bei den anderen sprechen sich halt immer voll ab, das merkst du voll. Es sind so voll Squads, so vier Leute. Und dann bist du irgendwo als Sniper versteckt, ja? Und dann schießt du ein und auf einmal stehen dann drei neben dich, weil die gesagt haben, hey, da hat sich ein Sniper da versteckt, den müssen wir jetzt töten, ja? Boah, oder dann andere nehmen sich so Doppelsniper, nehme ich halt in die Zange. Und die ganzen Punkte, die ich bis jetzt ergamed habe, also letzte Woche, da heißt es immer Could not fetch your report. Habe ich mal gegoogelt, was das heißt, ja? Das heißt, dass sie meine Ergebnisse nicht speichern können. Und ich so, hey, asozial, ich habe 5 Stunden gegamed, ich habe bestimmt zweimal aufgelevelt, ja? Ja, ja. Aber ich habe jetzt mal gegoogelt, die Community, und die haben gesagt, nein, die haben jetzt auch bekannt gegeben, also in einer Woche, die haben das alles gespeichert, ja? Wo halt ist so, wo der ist jetzt im Gefängnis, komm her zu mich, der Typ ist im Gefängnis. Haben das alles so gespeichert, ja? Und dann in einer Woche kriegst du deine ganzen Punkte und wahrscheinlich level ich dann voll auf. Also von einem Tag auf den anderen. Oder? Ach krass, das geht, oder? Ja, sagen die. Sie sagen, du stehst neben mich, oder? Was machen wir jetzt da? Hammerlock. Hammerlock, ich bin nicht Talk. Hammerlock. Hey. Talk? Und das ist einer. Dean, right? Hammerlock sent me. Hammerlock. Wie sprichst du mit dem? Hast du Englisch? Ich habe keine Ahnung, ich lasse ihn halt einfach labern. Irgendwas, dann kommt er gleich bis zur nächsten Raute, weißt du? Das kann sein, ja. Das wird die Scheiße jetzt anhören müssen, oder? Er macht halt vorhin auf Sixpack, ja. Kill ihn. Wen soll man killen? Kill die Anointed Alpha. Ah, das ist der Typ da, der Typ, oder? Ich messe ihn jetzt mal. Der will aber nicht kämpfen. Der macht gar nichts. Du darfst ihn doch nicht von hinten angreifen. Wo ist deine Ehre, Mann? Boah, der macht halt voll auf lässig, sagt, messer mich halt mal kurz, du kannst mir gar nichts. Okay, der ist entspannt, oder? Boah, ich kann nicht den, nee, doch, Ironbeer machen, doch, kann ich schon. Wo ist er? Der Ironbeer ist halt der Beste, ey. Jetzt hab ich ihn schon halb runter. Siehst du das? Ja, seh ich schon, geht runter. Das ist aber, weil ich auch drauf schieße, weißt du? Klar, Mann. Okay, gut. Oh, jetzt hat's mich gekillt, scheiße, Mann. Warte, ich bin gleich, der ist jetzt gleich durch. Ja, wo, liegst du da, oder was? Ich muss erstmal raus, ich kann das als Roboter kann ich das nicht machen. Pass auf, bleib stehen, Bruder. Ja, shit, bitte. Bleib doch stehen! Ja, hey, danke, Mann. Klar, Mann, auf wer kann es verlassen, ey, Digga. Schiss so. Hey, jetzt darfst du noch schlagen, danke, wenn du Bock hast, ey. Hey, 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 Ehre. Ehre, Bruder, Ehre. Also, hau okay, drauf. Jetzt kann ich ihn schlagen, oder? Melly? Ja. Yes. So geil, die Waffen, die immer so rausfallen, ne? Oh, krass, voll, oder? Voll die Loser-Waffe, hey, Pistole mit 72, voll. Was ist für Lutscher-Scheißen-Dreck, hey? Der Typ, hey, der ist unter meiner Ehre, dass ich Zeug nehme. Was hat er da? Shield, ach, 600, Digga, ich hab 700, das Shield, ich hab Shield zum Abwinken. Was brauche ich denn, ein Loser-Shield, ey? Ja, oder? Aber was ist dann das? Da ist irgendwas Goldenes, das müssen wir nehmen. Wo ist was Goldenes? Bei mir ist nichts Golden, ja, Digga. Jetzt ist weg. Hier müssen wir hingehen. Schau, Leute, hier, zu dem Teil gehen. Wo sagst du? Zur Steuereinheit da oben, Bruder. Liege rechts neben dich. Ja, du bist auch, ey. Du bist selber Steuereinheit. Hey, Captain Butternash ist da. Was geht ab, ey? Ja, mach halt. 1373. Ich hab ja mal gerade getextet hier, Bruder. Ich hab maximal Yo schreiben können. So schnell kann ich nicht texten. Yo. Bruder, dann textest du noch, ich mach mir noch mal einen krass Drink auf, ja? Ja. Und dann müssen wir mit Dean talken. Ah. Dean talken? Ich komm kurz rüber zum Dean, ja? Ich weiß nicht, Dean Martin oder Dean A4? Hey.
Captain Butternash, wo kommst du her, Captain Butternash? Batanga, Captain Batanga. Sorry, hab ich voll falsch ausgesprochen. Butternash. Das ist geil, der hat bestimmt noch keiner zu ihm gesagt. Wo ist denn der Typ? Irgendeiner labert gerade mit mich. Der labert, oder? Mission complete, Digga, oder? Da kommen wir nächsten Level rein, oder? Bruder, schwör's. Nächstes Chapter, Bruder. Wie gesagt, was sagt Fellow Master schon? Herzlich willkommen. Ehre genommen. Ja, Mann. Es ist ein Luther-Shooter, weißt du? Ja, Mann, hey. Bland nach Martin Luther. Martin Luther. Genau, Martin Luther. Das war der erste Luther-Shooter. Boah, müssen wir jetzt hin, Digga? Der Martin Luther King, der war der beste Luther von allen. Absolut. Luther King. Aber wir müssen jetzt zu dem Teil darüber laufen, oder? Sollen wir da Festtreppe machen? Wir müssen jetzt wieder ganz woanders hin, Mann. Ach so. Sollen wir das machen, oder? Sollen wir laufen, oder? Ich komme mal zu dich zurück. Ja, komm mal zu mich. Immer die. Ich mal Deutsch lernen, ja, kann. Also, immer, ich spreche Suaheli oder was, immer so fest. Wo bist du überhaupt, Mann? Wo bist du hingerannt? Da vorne. Immer so fest traveln und dann steht man da und weiß auch nicht weiter. Ja. Jetzt steht man an der Fest-Travel-Station, genau. Da müssen wir jetzt halt hinlaufen. Aber ich meine, es ist ja schön. Ist schön, ja. Ist ein bisschen Natur, ein bisschen frische Luft. Das kann uns auch nicht schaden, oder? So, warte, hey. Ey, der Chris McKenzie ist bei britischem Militär, krass. Hey, Chris McKenzie, Frage stelle ich dich jetzt mal, ja. Tut ihr auch Gamen, also beim Militär, so als... Ja oder nein? Boah, das ist der Drohnenkiller, oder? Was schaust du? Du bist ja am Schauen, Mann. Ich weiß auch nicht. Aber hier ist die falsche Fast-Travel ausgewählt, oder? Wo ist der Floating Tom? Wo geht's hin? Keine Ahnung. Ich hab da gedrückt. Vielleicht müssen wir wieder zurücktraveln. Kann schon sein. Sorry, Bruder. Chris McKenzie, oder? Scheiße, eine Frage, oder? War das nicht der Bürgermeister von Detroit? Nee, das war Chris Kirkpatrick. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Welcher Song? Er so hat mit den Soldaten meist gefeiert, ey. Du krasse Soldatenparty, oder? Okay, wir müssen... Nochmal, okay, Fast Travel. Wo müssen wir hin? Aber The Floating Tomb ist irgendwie... Wenn du mich jetzt fragst... Oh, da runter wieder, oder? Schau mal, wir müssen wieder da runter. Wo schon mal der Endfight war, weißt du? Der Graveyard Master. Ja, genau, da müssen wir hin, ja. Oder? Mach ich mal andere Waffe. Ja, die war gut. Da müssen wir hin. Und ich jump mal runter, okay? Nicht der Grave war, ist der schon wieder da. Weißt du, wo das immer mit schief war und runterspringen und so? Ja, genau. Sind wir da jetzt richtig, oder? Wieder hier. So sieht es aus, wenn alles im Frieden ist. Und dann da reinjumpen, oder was? Davor, use. Bist du bereit? Ja, Mann. Wir hauen uns einfach, oder? Du bist schon Level 32, oder? Dann Nicke kennst du, ich bin nicht Militär, sondern Eisenbahner und GG Pornostar. Hey, pass mal auf, krasse Eisenbahner, ja, ich weiß nicht, ob es den richtigen trifft, aber der Stefan nicht. Wir sind krasse Eisenbahn-Fans. Auch wenn du, ich glaube, du bist ja gar nicht Deutschland, bist ja wahrscheinlich englische Eisenbahn, ja. Aber deutsche Eisenbahnen sind voll gut, oder? Wir fahren zu Auftritt immer mit Eistränen. Oder? Absolut, hey, mega cool. Boah, da gibt's voll das. Wir fahren, hey, CO2-neutral, weißt du. Hey, Fellow Matt hat natürlich gleich erkannt, was ich gerappt habe. Eminem without me. Sehr gut, Bruder. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. And Moby, you can get stoned by Obi. Oder so. Geil, ich take, hast du es getaggt, oder? Hab ich getaggt. Sehr gut, dann. Hey, check ich es nicht? Hat der Chris McKenzie bei GGG gearbeitet, oder? Der labert doch, Bruder. Eminem, Fans seit Tag 1, Fellomat, du hast recht. Finde ich gut, dass wir auch über weiße Hip-Hopper sprechen jetzt, wo der Black History Month zu Ende ist. Ich habe gedacht, es war gestern Weltfrauentag. Ich komme heute durch, Barbara-Tag, Weltfrauentag. Wahnsinn, ja. Ich habe der Bäckerin, habe ich gratuliert zum Weltfrauentag. Ja, echt, oder? Ich habe am Dings, hier gibt es einen Bunny-Typ für mich, ja, der Xaver, der ist schwarz, ja, und den habe ich zu Black Friday gratuliert. Ja, krass, oder? Und der ist ja safe, Bruder. Ja, sie wollen jetzt den Black Friday mit dem Weltfrauentag zusammenlegen, damit halt auch schwarze Frauen was zu feiern haben, weißt du?
Und auch mehr shopping können, oder? Ja, genau, da gibt es ja den Das ist eine voll gute Zeitplan. Idee. Hast du schon Gut, gehört eigentlich, okay. dass die Dings, die Melania Trump hat heimlich telefoniert mit dem Chinesen, der Corona erfunden hat, ja? Weil sie Ja. hat sich beschwert, sie hat gesagt, du hast mir versprochen, das trifft dicke, alte, weiße Männer, ja? Ja, und ein Scheißdreck, oder? Ja, der DJ Trump ist immer noch am Leben, hey. Aber hat schon neben ihm eingeschlagen, hast du mitbekommen, der Ted Cruz von Texas. Ist er nicht in Nee, Florida? Marco Rubio. Oder einer von den beiden, Nee, irgend so ein Typ, der. Ted Cruz hat's erwischt, ja. Schon, gell, oder? Und Ja, schon. Nee, der hat sich vorsichtshalber unter selbst Eigenquarantäne gesetzt. ja, weil der war bei der gleichen Spendensammeldings da wieder Trumpy-Dumpy, weißt du? Ja, was haben sie gespendet? Coronaviren. Bruder, komm jetzt, Genau. wir müssen zu Tanis reden. Ist alles schwarz hier, Mann. Ist voll krank alles. Wo geht's hin, Mann? Keine Ahnung, aber ich gehe mal wieder hier durch diesen Dings da, oder? Digga, hey, bei mir geht's voll ab 90 Comments. Ihr seid so geil, ey. Gib mit mir durch das Der Benny Portal, Kneißl, bitte. wir streamen bestimmt noch gute Stunde. Auf jeden. Use. Da steht immer Use. Hey, ich habe aufgehört zu usen. Hey, was für ein geiler Kommentar, den muss ich vorlesen, ja? The Bin Double vor. X Silent Code Dicks. Überall in den Märkten ist momentan Borderlands ausverkauft. Euer Stream pusht krass die Verkaufszahlen. Genau, Mann. Bester Ja. Mann. Geil, hey. Danke für den seelischen Support, Bruder. Hey. Mega nice. Ja, scheißegal, wir haben Spaß, wir brauchen nicht 1 Million Follower. So, Tannis. Ja, warte, ich muss mir erstmal wieder. Die hatte. Ja, okay. So hart, Was ja. ist denn das jetzt Die haben hier? sich schon bei Borderlands beschwert, dass wenn wir gamen, das halt. Die Weil es Server in die war. Knie gehen, oder? Ja. Ja, genau, aber wir spielen ja nicht online. Das kommt als nächstes erst. Was die immer labern, ey. Wahnsinn, was geht denn jetzt schon wieder ab? Wer ist denn der Troy eigentlich? Okay, komm, wir gehen wieder ins blaue Licht. Ja, ich lauf dich einfach hinterher. Ich habe jetzt ein bisschen mal meine Comments mal angeschaut. Ey. Die labern Über aber auch, Tennis haben wir oder? schon gelabert, oder? Ja, echt, die Storys Wieder darüber, erzählen. darüber, darüber. Wir Hey, müssen da lang, Bonnie, oder? Da rein, oder? laber. Schon mal auf die Map, Digga. Auf die Map. Wir müssen da durch, drüber gehen. Zur anderen Fast-Travel Station. Ach so. Oh, Digga, warum ist das so kompliziert? Return to Sanctuary 3 und dann talk to Lilith. Okay. Machen wir das, Ich halte oder? mich fest bei dir, ja? Mach das. Krass. Ey, es geht ja nur um den Spaß, sagt Aruvion. Absolut, Mann. Absolut, Bruder. So. Und fuck, ich will jetzt dahin. Wir sind jetzt übrigens schon am Arbeiten hier auf Twitch, ja? Ja? Wir machen jetzt gerade so Dings, so Zeichen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, ja? Was ist Aber das? wir sind jetzt beim Twitch am Upgraden, ja? Ja, wir haben so ein kleines Erkan und Stefan-Logo, was jetzt bei Twitch kommt und so, weißt du? Ach cool, sieht schon geil. Ich habe schon gesehen, irgendwie auf einmal sieht man auch unsere Videos oder so. Das hast du alles Ja. mit wem hast du das zusammen organisiert, Bruder? Der Michi hat das gemacht. Das ist der Chucks 1860, heißt der auf Twitch, genau. Ey, so krass. So Hey, macht das aus. der ist so krass. Der Double X Silent Co. Die Double X. Ich lese mal vor, ja, auf YouTube. Ehre wirklich so. War heute mit meinem Bruder in zwei Märkten und kein Borderlands 3 mehr in Lager. Was geht ab, hey? Siehst du, Erkan? Wir machen Das muss Borderlands man wieder sagen, zum gell? Kult, Bruder. Ja, wahrscheinlich war es schon ein bisschen. Obwohl, das kam ja erst letzten Herbst raus, oder? Das ist ziemlich fresh, das Game, ja. Ja, also ich Das zum ist Beispiel, ziemlich ich spiele fresh. Battlefield, ja? Battlefield V. Das ist jetzt nicht mehr Okay, ganz so ja. fresh, aber es ist ein geiles Game, Digga. Es ist ein geiles Game. Ja, aber EA macht halt auch krass mit Server, die nehmen sich immer total viel vor und dann kollabiert der Server manchmal so ein bisschen so. Aber Das es. ist, ich bin jetzt echt verwirrt, weil ich stehe jetzt hinter der Frau und da steht Use. Mach doch, Digga, mach doch. Gönn dir, ich schau so lang weg, okay? Okay. Seltsam. Use mal die Frau, das ist Bunny. Wenn sie das möchte, wenn sie braucht, Bruder, ist okay, Mann. Wir Ja, sind auf dem klar, richtigen logisch, Level, hey. oder? Wir sind eh auf dem richtigen Level. Wir sind total, hey, wir waren so noch nie so auf dem richtigen Level. Richtige Ebene, meine ich, hey. Ach Was so. geht? Hey, auf Oder? einem Level, Nein. Bruder, auf einem Level. Sind wir nicht, ja. Muss ich Mappe schauen, Mappe schauen. Ich schau mal die Kurz Mappe, habe ich okay? gedacht, da kann man durchgehen, aber es ist einfach nur ein grüner Monitor. Wir müssen ganz hoch. Ganz hoch. Ja, Mann. Okay, Bruder, okay. Hier auf diesem Raumschiff werde ich mich nie auskennen. Wer hat das gebaut? Ich meine, was für ein Corona-Kranker hat das gebaut, Mann, oder? Hey, obwohl, auf dem Raumschiff ist auch der Dude, wo man so upgraden kann und alles. Ja, der Tannis, oder? Mit Geld aber auch. Der mit seinem Shop, oder? Ja, Ja, du bist genau, eh mit dem schon da Shop. vorne. Er schleicht sich schon voll da vorne rum, ey. Ach so. Alter, ich habe schon 96 Comments auf YouTube. Hey, wie sind die drauf, hey? Hey, das ist so eine Schüchterne, das ist so voll die Emo-Tussi hier.
Laberst du mit dir, oder? Ich schau mal rein. Hey, Bunny. Hey, geil. Der Captain Batanga kann es bestätigen. Überall Border Guns ausverkauft. Durch euch heute Bock auf das Game bekommen. Ihr seid so geil, ihr krassen Checker. Das ist voll nice Feedback, was wir von euch bekommen, hey. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir haben erst 56 Abonnenten und 10 Zuschauer, ja. Ich meine, das ist jetzt noch nicht so ganz Gronk-Style. Aber Trophy earned, geil. Hey, ich level gerade voll ab, Trophy geearnt, hey. Das ist noch nicht so Gronk-Dimensionen, ja. Nee, das dauert noch. Das dauert noch, hey. Aber ja, kann unsere Community mich mal irgendwie so... Wir gamen halt aus Bock und Ehre, weißt du? Benjamin K. ist da und er sagt, ich kann das Corona-Zeug nicht mehr hören. Benjamin, du hast absolut recht. Für uns ist es halt leider gerade ein Thema, ja, weil wir haben halt Auftritte und deswegen machen wir uns Gedanken, ob Leute kommen oder nicht. An eurer Stelle würde ich auch zu Hause bleiben, logisch. Oh, krass. So, wenn es heißt, so Großveranstaltungen oder so. Aber wir müssen uns halt schon damit auseinandersetzen. Ich muss es einfach vorlesen. Der Chris McKenzie, ja? Der kennt sich halt, der hat die Connection zum John Thompson, ja? Und hat liest, ich lese vor, ja? Jungs, der hat neues GGG-Besuch, Büro in Berlin-Knesebeckstraße, ja? Er hat Nachricht über Twitter an uns gesendet, ja? Nächster krasser Dreh im Juni. Thema Corona. Nee, wie? Okay. Corona. Alter. Ey, muss man mit Humor reden. Der Typ hat recht, hey. Ist halt, ist jetzt nicht so das, worauf ich stehe, tu, ja? 50 Typen und eine Tussi. Andersrum fällt ich cooler. Also das Konzept von GGG-Abspritzvideos. Wenn 50 Typen im Raum stehen, ja. Das tut mich nicht so überzeugen, weißt du, was ich meine? Mich würde mich schon stressen, wenn ein zweiter Typ bei mich im Schlafzimmer wäre, ja? Ich finde halt, es soll tendenziell immer mehr Bunnies geben als Typen. So mein, ist jetzt so meine sehr abgefahrene Einstellung so. Ja, also du meinst, die Quote muss einfach anders aufgeteilt werden. Ja, oder? Schon. Das ist so, wie wenn du gehst so... eine Quotenmann. Du gehst in eine Dönerbude, nur neun Typen und eine geile Tussi, ja? Ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe, ja? Ja, klar. Ich meine, hey, weißt du was? Jeder hat das Recht auf seine eigene sexuelle Fantasie. Da würde ich mich ja überhaupt nicht einmischen bei den Leuten. Ja, ich finde es ja cool. Hey, ich sage ja nur, dass ich keinen Bock habe, ja? Also ich meine, der John Thompson macht ja einen krassen Job. Ich meine, hey, du musst mal so lange in dem Business bleiben, ja? Hat eine große Fangemeinde, größer als die vom Stefan, hey. Hey, was laberst du schon wieder? Wie ungerichtet. Ja, Mann. Du hässlicher. Wie viel? Ich mach Callboy, Bruder. Ich hab Plan, ich mach Callboy. Return to the Draws on Pandora. Boah, scheiße, jetzt wieder alles so kompliziert. Ja, Mann, nebenbei labern hilft, gell? Da vorne wieder. Ich hab's gefunden. Boah, neuer Highlight, 13 Zuschauer. Was geht ab, ey? Ich steh bei dir, Bruder, ich steh bei dir. Ich hab 11 Zuschauer. Alter, der ist 74 Jahre alt, der Pornoproduzent, oder? Der John Thompson, ohne Scheiß, oder? Hey, Hut ab. Also der Typ war mir ein bisschen suspekt, ja? Ja. Ich hab's Gefühl gehabt, der ist jetzt so ein bisschen so frauenfeindlich. Obwohl er Frauen liebt, ja, angeblich. Ja, ich glaube, der hat einen speziellen, sehr speziellen... Riesen Sonnenbild und so. Pandora, wir müssen nach Pandora, oder? Auf jeden Fall, Bruder. Auf geht's. Nering schreibt, Nering GGG, auf geht's. Alter, der John Thompson schaut jetzt gerade hier bei mir zu. Kein Scheiß, oder? John Thompson, der hat uns wirklich, sollen wir mal ehrlich sagen, ja? Da waren wir baff, ey. Der hat uns mundtot gemacht, ey. Da waren wir fucking sprachlos. Absolut, Bruder. Wie hast du das gemacht mit dem Pandora? Schau mal, du gehst auf die Map drauf, return to the Draws on Pandora. Ja. Machst du das mal für uns, oder? Du kommst mit, ja, mach ich ja. Willst du es wissen, oder? Ja, mach mal, Bruder. Gut, dann gehe ich jetzt dahin. Die Neni, erzählt von der Neni, das ist die, die so in Stefan so verliebt war. Die hat dich doch nackig gemacht und nackt von Stefan gesetzt und da war der Stefan voll fertig und dann hast du ein Gedicht vorgelesen. Nee, die Nene war, die am Telefon war. Die hat gesagt, hat hey, nicht vergessen, Schwanz und Eier rasieren. Und die sich vor uns gedingst hat, das war die Kati. Ach, stimmt, Mann. Die Kati. Die Kati, genau. Was ist aus der Kati geworden? Gesagt, die hat jetzt wahrscheinlich 5 Kinder oder sowas und hat auf einer Yacht mit so einem Oligarchen. Kategorisch ist die bestimmt immer noch geil. Die hieß kategorisch. Der Chris McKenzie sagt ja, John Thompson ist Gary. Ja, Mann. Der ist Gary, absolut, Bruder, ja. Nee, bei mir schaut einer zu, der heißt Nering und hat am Ende 3 Gs. Deswegen vermute ich, dass der vielleicht von GGG Films ist. Ach so. Boah, was ist denn das jetzt Neues? Neues Filmchen hier. Was geht Filmchen, ab? Ey, ich bin so braut. Da läuft fährt einer über das Ding drüber. Siehst du es auch, oder? Ja, ich sehe es auch, mit den beiden Hunden, oder? Ja, der Typ ist drüber gefahren.
Sauerei, voll gemein. Boah, okay. Heftig, hier hat doch alles angefangen, oder? Ja, stimmt, das war der Anfang. Boah, krass, weißt du noch, ey, das war Januar, oder? Ja, weißt du noch. Alter, haben wir uns angestellt, ey, voll die Loser. Ich meine, wir sind immer noch, okay, wir sind schon Level 30. Ein bisschen tun wir uns schon auskennen, ja? Okay, krass, ja. Aber ja, weißt du noch so? Der ist Razor. Der Nering ist übrigens doch nicht von Triple G Films. Nee? Sagt er. Boah, da müssen wir voll durch die Drauts durchlaufen. Sollen wir das machen, oder? Komm. Hey, das machen wir jetzt. Auto nehmen. Okay, ja, können wir auch machen. Okay. So wie auch früher, weißt du? Weil es so geil war. Oder? Laufen ich meine, durch, ja. Das war Level 1, oder? Weißt du, Level 1 war das. Die haben wir doch alle gekillt, hey. Wo sind. Aber wollen wir kein Auto haben? Nee, okay, wir laufen durch. Ah, das sind wieder welche. Die muss man doch. Ah, die ja, kleinen Scheiße, oder? Voll die Mega-Waffen jetzt, oder? Kommt bestimmt noch ein Teaser. Ich muss halt voll nachladen. Ich drüber ohne Auto. Ja, ja, mach Auto klar, Bruder. Ich schieb ballert so lang rum. Die konnte man doch so geil messern. Ja, genau. Die kann man so geil messern, Bruder. Hey, geil. Messern kann man die. Komm her, ich will dich messern. Dich. Wo ist noch einer? Hier. Warte, ein Schuss. Okay, gut. Messern. Auto, ja? Und nochmal messern, hey. Und messern, hey. Da ist wieder einer. Wo ist der Messer? Ich messer dich, Digga. Ist so geil. Das ist bei Borderlands. Messern ist auch so geil bei Battlefield, ja? Wenn du von hinten einen so Take-Milli-Take-Down machst, so geil. Gibt voll Punkte. Ist aber voll schwer, ja? Also es gibt so, da geht dich voll einer ab, ja? Wenn so ein Arschloch, der sich schon dreimal abgekillt hat, ja? Ja, so ja. Irgend so ein krasser Army-Soldier, der sich voll auskennt, ja? Und du gehst dann hin und dann machst du Respawn, ja? Kommst du zurück und schleichst dich ran und messerst ihn ab, ey. Boah, nice. Geil, oder? Das sind doch auch Leute, das sind doch auch, oder? Ja, Mann. Die fragen, ob du, der Dings fragt, ob du Controller mit dem Bunny zieh dich aus Knopf hast, fragt der X-Silent. Selbstverständlich, Bruder, selbstverständlich. Im Bunny zieh besser. Aber es hat dem Stefan nie was gebracht, weil die Bunnies, die sich bei ihm aussehen, sind alle voll hässlich. Oh, ich mach da wieder runterfallen. Habe ich schon mal gemacht. Die Stelle bin ich schon mal voll blöd runtergefallen. Ey. War ich zu prall zu jumpen. Oh Mann, ey, ich bin so. Ich bin voll der schlechte Jumper, hey. Machst du mal eine Karre klar oder was? Ja, wo wir zu zweit fahren können vor allem. Wieso, was machst du? Machst du so Twizzy oder was? Okay, ich mach jetzt einfach mal Respawn Vehicle. Aber das ist, wenn du. Ja, da kannst du mitfahren, alles korrekt, okay. Nee, da kannst du nicht mitfahren. Du musst ja selber, ich komm nicht drüber! Ah, sozial! Dann mach ich mich halt auch Karre. Ich bin da dieser den kleinen Mini-Schlucht, wo man nicht drüber jumpen kann. Achso, ja, okay. Ja, da kommst du nicht drüber. Du. Ja, ich hör dich schon, hey. Mach ich mich halt auch Karre, Digga. Ich kann mich so viel Karre machen, wie ich Bock hab, hey. Machst du ja auch Karre, ja, Mann. Ja, langweilig, halt. Ich mach mich voll die Karre, hey. Muss ich da jetzt wieder Garage zurückfahren, oder? Das was willst du? Nicht so einfach. Bam! Das sind so voll die Losertiere. Nein, ich muss erstmal zurücklaufen. Und zwischendrin muss ich ein paar so mutierte Dünnertiere kaputt machen. Hey, krass, wir haben gerade krasse Komplimente für unsere Filme bekommen und Soundtrack. Ja, Mann. Wir wollen noch wieder Film machen, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Da ja, die Leute fragen immer, wann kommt der nächste Film? Wann kommt der nächste Film? Ja, wir müssen die Petition machen, so Bürgerbegehren machen. An Dings. Das habe ich auch gleich gerade. Ich habe gehört, es gibt eine Petition, dass wir ins Wachsfigurenkabinett kommen sollen. Bullshit, echt, ist voll hart. Dann sind wir ja voll alt, oder? Ja, ich weiß nicht, die irgendwie für so... Boah, krass. Ich bin halt heute drei Stunden lang, bin ich halt einen Sherman-Tank gefahren. Stehst du? Bei Battlefield. Die fahren ein bisschen schneller, oder? Nee, die fahren voll langsam, aber die fahren halt anders. Digga, warum fährt die Karre so scheiße hier? Ja, das ist bei Borderlands echt uncool. Wenn ich jemals den Mike Borderlands kennenlernen tue, ja, dann drücke ich ihn so rein, dass seine scheiß Karren so scheiße fahren, hey. Oh! Jetzt, da stehen. Jetzt liegt meine auf dem Kopf. Willst du mich verarschen? Meine ist jetzt auf den Kopf gefallen, ey. Stress halt. Fetter Bullshit. Ich bin über das Ding drüber gejumpt und auf den Kopf gefallen. Scheiße, und das hat jeder gesehen. Das langweilt mich. So, warte. Hat jeder gesehen, oder? Auf YouTube, live, wie du gefällt, passt. Gefällt. Ja, Mann, voll peinlich, Digga, ey. Okay, dann jump ich halt jetzt da durch. Ey, was kommt denn da einer an? Dann lauf ich halt, das ist voll okay, Mann. Wo ist denn das jetzt genau? Das ist Razor.
Oh shit, ist das wieder alles kompliziert. Also ich glaube mit Corona, das wird voll krass, ja. Die ganzen Alten tun wegsterben, ungefähr 100.000. Und Bundesliga macht keine Spiele mehr und so weiter, voll voll leeren Dings. Erst wenn München Oktoberfest nicht mehr abgesagt werden darf, ja, dann sagen sie, ja. Oh fuck, ey, das müssen wir trotzdem, jetzt ist auch scheißegal. Statt in 2 Monaten sagen Leute, fuck Corona und machen voll Party. Ich schwöre. Und dann trinken sie alle Red Bull und Krassdrink und hauen sich rein und geben sich. Ich schwöre bei der Erde, bei der nicht vorhandenen Erde von deiner Mutter. Checken, ob ich auch richtig. Ich glaube, dass es quasi jetzt so eine Art Endzeitstimmung bekommen wird, wie früher in den 1920er Jahren, oder? So was für wie feiern, abwinken, Gas. Digga, wir sind so in den 20er Jahren. Was laberst du früher 20er Jahre? Wovon laberst du? Was schaust denn du auf YouTube für krasse Dokus an? Vor 100 Jahren war das schon mal so. Ja? Das war so zwischen der Erste und der Zweite und dem Dritten Weltkrieg war das. Boah, geil. Schau mal, der McKenzie sagt ja für dich, für ihn ist der zweite Film der beste, für Captain Bratanga. Ich kenne die Filme auswendig und Silent Box sagt, 50 Mal geschaut, ihr seid so krass, Tod kommt krass. Wo krass? Das ist geil, doch wirklich, oder? Pass auf, wir machen ein jetzt mal. Dicker, was? Okay, wir machen okay. Das ist doch wirklich ein dicker Hund. Dicker Hund. Läuft ja super, hey. Du hast doch Corona, Digga, hey. Wahnsinn, hey, tut es ja nicht weiter sagen, dass wir hier abgeben, ja, sonst können wir nicht mehr mit jedem texten. Nein, ohne Scheiß. Man kann sich das ja dann, morgen ist ja dann auch dann YouTube drauf. Muss man hinlaufen, wo ich hinlaufen tue eigentlich, hey? Wo laufe ich denn da hin, hey, Digga? Okay, ich laufe schon richtig. Darunter. Jumparama! Boom! Scheiße, wir müssen auch da rein. Boah, hinter mich sind halt die massig die Tiere. Was wollt ihr eigentlich, ey? Wollt ihr Stress oder was? Schau jetzt mal Bombe rein, ey. Der eine Bier macht jetzt alle gleich kaputt. Oder bist du halt am Ballern, oder? Nein, gegen die kleinen Scheißtiere, aber es sind so viele und ich muss so lange nachladen und ich habe jetzt gar keine Orientierung. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, welchen Film ich am besten finde, weil die Leute halt unsere Filme so feiern, weißt du? Und ich wollte halt kompetent was dazu sagen. Also dann sage ich jetzt mal was, also safe, ja, mein Favorit ist immer noch bis heute, und ich schwöre, ja, der Tod kommt krass. Ja. Ist so? Muss ich sagen. Ist so, 100 Pro, weil der macht so viel Spaß, da haben wir so viel Liebe in jeden Satz reingesteckt. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so höre, wie die Leute so zitieren, oder? Ja, genau. Die Giralle wollte jetzt auch so einen Hund haben, so ein Zitier. Nein, Schoßhund, kein Zitier, Schoßhund. Okay. Ja, Mann, aber ich finde auch so geile Texte, ja. Der Film hat auch mega Spaß gemacht. Du hast doch die ganze Zeit, du hast doch die ganzen Bunnies da gebumst von der Crew. Bist immer dann die ganzen Bedienungen und sowas und die Kellnerinnen und so, ja. Und? Ja, du warst immer voll. Weißt du noch? Weißt du noch, die eine auf dem Schiff, die ist dann hat das Dings gemacht, das Roulette gespielt? Was so Roulette? Bunny-Sharing, oder? Auf dem Schiff. Nee, auf der Albatros, da war doch die eine Schauspielerin, die Oma gespielt hat, ja? Ja. Und die hat dann gesagt, weil ihr Geburtstag ist, da spielt sie Roulette und dann hat sie Geld gesetzt auf eine Zahl und genau die Zahl ist gekommen und dann hat sie 36 Mal hat sie das gewonnen, was sie eingesetzt hat. Kein Scheiß. Ja. Und dann zum weißt du, wie viel sie gespielt? Sie hat 1 Euro gesetzt. War geil, oder? Wo muss ich denn, voll geil, heute ist mein Geburtstag, heute mache ich mal was Verrücktes. Und du hast, ey, kannst du unter uns jetzt, hört ja keiner zu, ja? Hast du sie dann getröstet? Ja, logisch, habe ich sie getröstet, Bruder. Du krankes Gehirn, hey. Hey, vor mir läuft er da rum, da heißt Stefan Lust, hier mitten auf Borderlands. Ja, Mann, er kann was geht. Was geht, wo kommst du her? Chausi, ich geh dir zum. Ich geh zur Raute, oder? Wo gehst denn du hin? Geh ich falsch, oder was, Mann? Ich bin dir entgegengegangen. Ich wollte dich begrüßen, aber du rennst einfach vorbei. Ja, ich bin geslidet, Bruder, hey. Ja, Mann, ey. Ich kann ja nicht wissen, dass da mitten. Ich laufe hier mitten auf Pandora rum, auf einmal kommt mir der Stefan Lust entgegen. Ja, ich meine, was sneakst denn du jetzt so feige rum, hey? Du läufst wie so. Du läufst wie der Stephen Hawking, hey. Ja, schieß dich hier. Ja, tschaußen, hey. Voll geballert habe ich dich noch. Du musst über Stephen Hawking machen, ja? Vorreiter der Elektrobewegung, hey. Ja, warte, da kann man hoch. Oder waren wir da schon oben? Ich glaube, ich war hier schon mal alle getötet. Die Mauer muss weg, hey. Gegen die Mächte, so mein Hängisch und habe ein schlechtes Handy.
9.11.89, kommt der Chris McKenzie her, oder was? Warst du 10, als der Film rauskam? 11? Krass, echt, oder? Wo müssen wir denn? Go to the Devil's Razor. Ja, wo ist denn der pralle Devil's Razor, hey? Hey, Bruder, wir looten hier, oder? Keine Ahnung, ich hab tatsächlich jetzt angefangen zu usen. Du wolltest doch nie wieder usen. Devil's Razor, wo bist du? Du lootest da rum, oder was? Ja. Devil's Razor, das ist ein neuer Planet. Neuer Planet, Bruder! Waren wir da schon mal? Nein, Mann. Ne? Markuza, hey. Berlin, die Mauer muss weg. Hey, geil, Markuza, Berlin. Ja, der Vape im Niklas ist auch am Start. Hey. Was vape der Vape im Niklas? Hey. Welchen Geschmack vapest du gerade, Mann? Vape im Niklas. Ja. Wir gehen jetzt auf den Devil's Razor, Mann. Rufion sagt, der erste Film war doch der mit der Kassette, oder? Wo ihr Bodyguards. Korrekt, Mann. Fand ich am besten. Ja, der war auch cool. Hey, kannst am du den noch hackern? Wie fängt der an? Hey Braut, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Mach die Ohren an. Auf. Hier ist der krasse Erkan. Und der coole Stefan. Und dann geht's so, komm, krack. Und wenn dich einer anfasst, dann geben wir ihm hart. Krack. Die Szene, wo ihr auch unsichtbar gemacht habt. Bester Moment. Rostocker, der krasse Vape in Niklas kommt aus Rostocker. Was geht, ey? Was vapest du? Wie geht's ab in Rostock mit Corona? Lassen die halt einfach nicht zu. Boah, ich habe jetzt schon zwei so krass Drinks drin. Ey, du bist schon losgelaufen. Ja, die sind Sammlerdings, Bruder. Boah, bist du hier ein Bösewicht töten? Ja, weil ich kann aufleveln. Ich habe vorhin eine Trophy bekommen. Und die Trophy, weil wenn ich zum Beispiel, was ich bei Battlefield mache, das Spiel habe ich schon 80 Stunden jetzt gegamed, das geht null in meinen Playstation-Status rein. Voll asozial. Ja, das geht nur in mein Border. Null! Ich habe eine Trophy habe ich bekommen, ja. Aber ich bin immer noch kurz vor, ganz knapp Level 5. Ich schätze, dass ich jetzt Level 5 bin, weil jetzt habe ich eine neue Trophy bekommen. Wäre geil. Ich also wenn ich jetzt neue PlayStation Level 5 oder was? Genau, ich bin PlayStation Level 493%, ja. Und es könnte sein, dass ich jetzt, weil ich habe gerade eine neue Trophy bekommen, vielleicht bin ich jetzt auf Level 5, mal schauen. Aber rein theoretisch, ja, von Battlefield, ja? Da bin ich jetzt schon, was jetzt noch nicht so viel ist, ja, auf Level 25 als Gamer. Ja. Da gibt es halt welche mit Level 100 und so, ja. Aber ist schon mal nicht schlecht. Ich schätze, wenn die jetzt dann die Spieldaten aktualisieren tun, weil die haben ein Problem mit dem Server, dass ich dann auf Level vielleicht knapp unter 30 komme. Aber vielleicht game ich heute auch voll durch die ganze Nacht. Bruder, manchmal brauche ich halt. Weil ich auf PlayStation selber bin, ich bin noch gar nicht so weit. Ja, weil doch du deine Level PlayStation. Oder zwei oder so. Du bist schon Level 2, aber du hast ja deine PlayStation noch. Du wurdest ja gebannt, du musstest ja abgeben, dein Level, oder? Ja, ich habe die dem Heiko verkauft und dann habe ich blöderweise mein Konto draufgelassen. Du hast zu schnell gespielt, oder? Sag ich immer, ja, genau. Du bist zu schnell gespielt und musstest dann irgendwie dein Level-Führerschein zurückgeben, oder? Ich schwör, Bruder, genau so war's. Hey, es war mir jetzt echt eine Ehre, hier dich töten zu dürfen. Wow, was hast denn du da gemacht? Shoot me. Einfach mal was hingeworfen. Ja, einfach ich kann mal meine so Waffe dann so wegwerfen. Als Statement, oder? So als Coolness. Einfach nur so, ja. Einfach nur so, um zu zeigen. Hey, voll schön. Es ist ein bisschen so Abendsonne hier. Boah, schau mal den Planeten da oben an. Ist der aus Leder? Was? Hey, da haben wir wieder neun. XXX, Gruß aus Berlin hier. Brasilien, Alter, aus Brasilien. Du bist ja so hart. Alter, wie krass. Was geht ab, Brasilien? Brasilien hat offiziell halt. Wenn ich Brasilien wäre, ja, würde ich mir schon drei geile Brasilianer von der Copacabana holen und da würde ich mit der Corona-Party zu Hause machen. Stehst du? Hey, geile Idee, ja. Hey, da wo ich stehe, ja, ich stehe gerade in diesem Windschatten von diesem Windrad. Siehst du das auch? Ja, schön. Und? Das ist voll schlecht. Wieso? Ja, das ist das, was einen so krank macht, wenn es Windräder gibt. Ja, krass, merke ich. Deswegen brauchst du gleich Second Wind, oder? Ja. Wieso ballern wir die eigentlich ab? Voll unnötig. Aber okay, warum nicht, Mann? Weil es halt Bock macht, weil die so leicht gehen. Oh, die gehen halt so einfach. Oder? Macht halt Spaß, ja eben. Weil wir haben halt voll die Waffen, aber ich muss so scheiße lang nachladen. Das stresst. Schon zweimal Second Wind bekommen, weil die mich voll anmachen, die Teile. Oder? Die brauchen, oder? Ah, das ist ja ein neuer Planet, den kennen wir ja noch gar nicht. Oh, jetzt aber. Oh. Gib mir Second Wind. Hol dir, Bruder. Ja, Mann, schon wieder Second Wind, ey. Was geht, ey? Gut, die Waffe ist geil, aber ich muss 100 Jahre nachladen. Ich stresst. Ah, gut, ja. Was wollen die alle, ey? Die nehmen sich voll wichtig hier, die Viecher.
Ja, gut, dass jetzt keiner von Peter kommt, weißt du? Ja, das hat man davon, wenn man die Tiere nicht auffressen tut, dann machen die halt Stress. Boah, wieder nachladen. Wow, die ist scheiße, die Waffe. Die hört sich gut an, aber ist scheiße. Das ist immer noch die beste hier. Nur klack, klack. Was ist das, eine Vladov oder was? Keine Ahnung, die ist voll gut. Einer ist noch am Start, oder? Hier, ein Schuss, schau. Geil. Okay. Ein bisschen Shield, oder? Erde genommen. Aber Granaten, da ist wieder einer. Ich schau mal um auf den Burstfire hier. Jetzt pass mal auf. Ja, das, da kann man gutes Weapon-Training machen. Wo ist er denn? Und du musst auch voll hart nachladen immer. Wie wir ihm halt geben. Geil. Splitterskog. Also geil, geil schallgedämpft, meine. Okay, krass. Hat man hört sich schon, Bruder. Dabei gehabt? Man hört sich schon. Ich finde es immer spannend. Oh, hier, pass auf. Hey, was? Marco Zaberlin. Ich finde es geil, dass eure Freundschaft immer noch so gut ist. Hey, Gaming Zone Best Clips, ja? Ich mach gerne einen neuen Film irgendwann. Benny Song, Gaming Zone Best Clips fragt, was wir zu Corona sagen. Ja, wir haben schon vom Anfang gesagt, ja. Also, das Corona hat wahrscheinlich, haben die da oben erfunden, ja, aus dem 12. Ja, Stock. Ja. Die da oben, weil die wollen halt Fridays for Future absagen und so. Und das Gerücht ist falsch, dass die Toilettenpapierindustrie dahinter stecken tut, ja. Genau, das sagt man immer nur so. Weil dann hätten sie mehr, weißt du warum? Logisch, denk mal logisch, dann hätten sie mehr Toilettenpapier hergestellt und dann wäre es nicht ausverkauft. Weil die könnten ja voll ja, Business jetzt genau. Machen. Ja? Und die Nudelindustrie hat es auch nicht hergestellt, das Coronavirus. Ich glaube, dass die Melania Trump das gemacht hat, weil dicke alte Männer, das weiße Männer das bekommen, ja, damit halt ihr Trumpy-Humpy das bekommt. Da müssen wir durchs Tor durchlaufen, oder? Du meinst, sie will den Donald eins auswischen, oder was? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Die traut's. Alles cool ist, ja. Sich aber. Und es ist auch nicht eine Rache der Götter, ja, weil oder so, weil wenn ich jetzt so, sag ich mal, der Planet will sich mehren, will wehren und die Menschen loswerden, ja, dann würde ich halt ein Virus machen, der nicht nur wo 1% oder so stirbt, sondern halt 50%, oder? Das tun ja viel zu viele Überleben. Also wenn der Planet uns loswerden will, dann würde ich halt so eine Pest machen oder sowas. Eine Pest? Oh krass. Ja, vor allem, ich würde was Vernünftiges machen. Nicht nur so einen komischen Husten. Ich meine... Wie viel gehen, was du hast, der Heiko hat es ausgerechnet, oder wie viel gehen drauf? Zwischen 1% ja, oder 3%, also 50% von den Deutschen kriegen es, das sind 40 Millionen. 1% kriegen es dann und sterben, das sind 400.000, ja, oder halt mehr, also ungefähr 500.000 stirbt. 400.000, naja, okay, jetzt warte mal. Ich meine, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen einfach nur uns Zeit, wir brauchen einfach nur Zeit, ja, weil irgendwann Ende April werden doch in China schon den ersten... Impfstoff testen, oder? Alter, China, da ist sowieso vorbei. Ich glaube, die haben halt voll die anderen Zahlen wahrscheinlich, wette ich mit dich. Da sind viel, viel mehr kaputt. Ich schwöre. Meinst du? Ja, Mann. In China wird schon wieder alles besser. Klar, Logo, hey. Da ist immer alles besser. Alles besser. Hey. Die Chinesen haben es voll raus, Bruder. Alter, sollen wir jetzt da hinlaufen oder sollen wir da Fast Travel machen zu dem Point? Ich mache jetzt mal da Fast Travel hin, oder? Aber du läufst eh schon hin. Ich gehe schon mal vor. Mal schauen, vielleicht kann ich ein bisschen was finden. Wo war? Keine Ahnung, ist es ja weit? Mal checken hier. Schon weit, ja. Auf die Map, hey. So eine Fast-Travel-Station. Brauchst du Probleme? Hast du Lust, mal mit mich Eis essen zu gehen? So geil, ihr kennt echt unsere Filme. So geil, hey. Brauchst du Probleme? Komm her. Brauchst du Probleme? Komm her. Da ist keine Fast-Travel-Station, wo wir hin müssen. Oh, boah, das sind ja. Was ist denn da für ein Auto? Für ein asoziales Auto, hey. Ja, der hat sich festgefahren, der Penner. Der ist so prall. Den kann ich jetzt so lang... Oh, jetzt doch nicht mehr. Aber der hat sich schon ziemlich festgefahren. Schon wieder. Was für ein Auto da, wo du bist? Nein, der fährt immer gegen die Wand. Der will mich umfahren, aber fährt immer gegen die Wand. Voll falsch programmiert, Digga. Das musst du dich auf YouTube reinziehen. Kaputt geschossen. So geil. Geil, voll der Spaß. Ja, Mann, echt. Das ist irgendein Teil, was ich nehmen muss, oder? Wo denn? Boah, die Rauten sind auch so voll grob animiert, oder? Da soll ich wieder, die Drautstation, aber da hinten ist auch irgendwas, ey. Bruder, wo bist du? Ich bin hier. Wo bist du? Also, wenn du jetzt auf dem Teil bist, ja? Aber die kann man aber so scheiße drehen, das ist voll link. Aber es gibt ja... Und da oben kann ich auch hingehen. Oh, ich Depp.
Wo bist du hin? Oh, ich bin so honky, ich bin so eine Rampe runtergefallen. Bist du Sanctuary oder was? Im Auto. Hey, da kommt ein Auto, geil. Hey. Meet Azalea, wo ist die Azalea, Mann? Iggy Azalea? Ja. Ich glaube, wir sind schon. Was sind wir eigentlich schon für Game? Witch Dings, wir müssen schon weiter woanders hin. Alter, wir müssen woanders hin, oder? Hey, shit, ich wollte das Vehicle jetzt hijacken. Alter, wir sind schon voll im nächsten Level drin, Digga. Sag ich dich. Bruder, wir sind Widows, noch was? Sind wir schon blattreif? Oh, geil, was? Ich habe hier gerade GTA gemacht, Bruder. Ja, voll, oder? Alter, was machen wir jetzt? Ich warte auf dich, Mann. Hey, kann ich jetzt mal hier einfach nur so drüber fahren, hey? Ich glaube, der Hardy mag keine Stratella. Geil, die Sätze, hey. So geil. Also, Miete Azalea. Ich weiß nicht, wo die scheiß Azalea ist, Mann, hey. Ich bin jetzt hier Drauts Highway, ja? Drauts, da ist eine Raute. Ich habe halt zwei Rauten. Und ich glaube, ich muss irgendwo anders hin düsen, zum anderen Planeten oder so. Keine Ahnung. Ich kommt wieder so Viecher. Wieder nur böse. Zu welcher Auto gehst du jetzt? Die linke oder die rechte? Ich weiß nicht, wo die Azalea ist. Ich bin jetzt bei Fast Travel Station. The Drauts. Ich glaube, ich bin The Drauts Highway. Da kommst du. Bist jetzt bei mich. Genau, Mann. Wo ist die Azalea? Genau. Du hast es auf... Wie hast denn du das gemacht? Du bist auf Dings gegangen und dann so nach oben? Und hast du alles andere gesehen, oder? Was? Dreieck. Nach oben, oder? Dreieck. Ah ja, da sieht man die ganze Welt. Und wo ist die Azalea, Bruder? Weißt du nicht? Die ist nicht auf dem Drauts. Ah, jetzt sieht man den ganzen Borderlands-Planeten mal. Das ist ja geil, hey. Ah, krass, oder? Die Azalea. Ich würde derweil noch ein bisschen Tiere töten. Mach das mal, Bruder. Ich mach mal Fast-Revel. Fast-Revel zur anderen Raute. Oder? Okay, mach. Geht das, oder? Muss die andere Raute. Kannst du. Ernsthaft, Bruder. Hey, Rondos, hier auch mal Hallo sagen. Hörst du es ticken? Stefan ist digital. So geil. So. Okay. Der Typ, wer kennt sie also so krass? Ist Fast Travel oder was? Der Genosse aus Rostock ist noch da. Ich glaube, ich werde Schiffskrank. Ja, ich weiß nicht. Soll ich zu den Drauts gehen oder Drauts Highway? Ich weiß nicht, wo die Azalea ist. Ey. Was ist das? Hört sich an wie so eine Zimmerpflanze. Iggy Azalea, das ist eine Rapperin, oder? Digga, wo ist denn die Azalea? Hey, weiß nicht, hey, was das ist immer so voll. Hammerst du? Siehst du auch den roten Strahl, den du eigentlich immer hast, mit dem du ballerst? Voll geil. Den hast du, oder? Ne, den hast du gehabt gerade. Du schießt einen roten Strahl. Warte, ich werde gerade angegriffen. Ich mach weg. Schau du mal, wo die Azalea ist. Boah, ein Schuss. Ich schau mal, ja? Ja, harte Waffe. Ich verteidige dich so lange, okay? Machst du Sicherheit. Da kommt schon wieder Teil. Machst du Sicherheit, okay, pass auf, ey. Der Drauts. Wir müssen auf Drauts gehen. Da oben ist sie, die Azalea, da müssen wir hin. Schon zweimal dich getötet. Da wo die Raute ist, da müssen wir rauf. Wir müssen einfach da rauf jetzt da. Ach, da oben oder was? Wo? Ne, irgendwie müssen wir da rauf, ja. Wo rauf? Auf dem Berg oder was? Auf dem Berg drauf, ja. Nicht hier den Fest, der Highway-Dings da. Ich hab keine Ahnung, wir müssen halt zu der Raute hin jetzt. Die ist ja hier bei uns, jetzt bei uns. Die Raute ist hier bei der Station, Bruder. Der Drauts Highway. Da ist die Raute. Okay, krass. Habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht, oder? Schau mal weiter, ich verteidige dich, okay? Wo bist du? Ich kann dich nicht verteidigen. Wo bist du hin? Du bist weg. Ich renne gerade eine kleine Runde um den Block rum. Weißt du? Dein Block, mein Block, sag ich dann nur, hey. So. Dann merken wir, da bin beim nächsten Film dabei. Wie lange streamen wir noch? File 404. Wir streamen noch ungefähr gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde locker, oder? Jo. Tu es weitersagen an die anderen, ja? Damit YouTube uns nach vorne spielen tut, verstehst du? Oh. Drauts Highway Fast Travel. Gives a spicy tang to my dogs and covers the aftertaste. Harvest some of those succulents. Was labert der Typ? Hey, keine Ahnung, was will der? Special Gun, hör du mal zu, ich tu mal ein bisschen was verkaufen, ja? Okay.
Ja, du bist so voll gut mit Englisch und so. Ach so, ich habe es auch nicht aufgepasst. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall neue Missionen bekommen. Wo ist die zweite Raute? Ist alles so krass. Hey, was gibt da? Kann man nicht was einsammeln hier? Salvage Parts. Was? Ich kann mal ein bisschen hier verkaufen, hey. Boah, weißt du, was jetzt voll geil wäre, wenn ich noch so einen Krass-Drink bekommen könnte? Hast du doch keinen mehr, oder was? Ich lass mein Sklaven da ganz kurz hinlaufen. Du hast ja alles im Griff, oder? Hast du alles im Griff, Mann? Merci. Dankeschön, hier. Ja, ey, du bist voll der. In deinem Gaming-Studio auch Angestellte. Nein, leider nicht, ey. Die Julala. Musst du upgraden. Ich bin die Nachbarin, die hat gerade Besuch von so einem Typen, lässt sich gerade voll durchbumsen, hey. Echt? Geil. Ja, die machen gerade Quarantäne-Party. Boah, das hasse ich so. Wenn du irgendwo unterwegs bist und im Nebenzimmer geht's halt voll ab. Boah, weißt du, wo wir waren? Ey. Wo waren wir, wo die so gebumst haben, hey? Die haben so gefickt, hey. Das war so, Bremen, da war so, und ich so, ich im Aufzug schon lauter so junge Leute nach dem Auftritt so, weißt du, wir so Backstage-Party, keiner hat zugeschaut, keiner hat Backstage-Party mit uns gemacht, ja, voll arm. Yeah. Und dann bin ich in den Aufzug und auf einmal lauter geile Weiber und so ein paar so Typen und die alle so auf Englisch so, komm, wir gehen noch ficken. Ich so, ich darf die verarschen mich, ja. Nachher bei mir im Zimmer, ich so, bum, 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 bum. Und am nächsten Tag habe ich, das war so Musical-Truppe, hey. Hart, oder? Die haben nichts Besseres zu tun, weißt du? Die hängen da immer gemeinsam ab und dann besorgen die sich halt. Ja. Ich meine, wir sind doch auf die Tournee gegangen, damit wir das auch machen können, oder? Ja, das ist so. Ja, also machen wir jetzt mal eine Durchsage hier an alle unsere Zuschauer. Wir wollen auch mehr Sex auf unserer Tour haben. Generell für alles offen. Irgendwie. Ja, ja. Teamkette, Team Handtuch. Nein. Nein, aber wir können ja froh sein, wenn wir auftreten können, ja? Crew Challenge. Weil, wenn die jetzt alles absagen tun, hey, voll krank. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Okay, irgendwie müssen wir jetzt da rauf. Irgendwie müssen wir da rauf, hey, das kann doch nicht sein. Wir müssen nirgends rauf, Bruder. Was willst du da oben? Schau, wo die andere Raute ist. Ja, die ist bei dem anderen. Die ist irgendwie auf dem Berg oben. Die ist bei dem. Wo denn, hey? Ich schieß mal den Typen. So geil, jeder Stream ist anders, ja. Letztes Stream, wo wir den harten. Am Anfang war es so ruhig, dann haben wir den harten Kampf gehabt, ja. Weißt du noch? So. Mit dem Graveyard-Teil. Graveyard-Teil. Da fliegen jetzt hier die Teile rum, hey. Alter, Digga, wo müssen wir hin? Da hoch oder was? Zu der anderen Raute? Die ist doch ganz da hinten. Ah, da ist die Raute. Nee, das war die Raute. Bin ich gerade oder was? Da oben. Hey, da sind zwei Rauten. Ach, da oben. Bei der Raute vielleicht meinst, oder? Ja, genau. Das ist die Drahtraute einfach nur. Ja, geh mal hin, hey. Komm, laufen wir einfach hin. Tun wir ein bisschen kämpfen, ein bisschen abschlachten und laufen dahin. Macht Bock. Deswegen sind wir doch da, oder? Ja, klar, Mann. Hey, BBB Motorsport ist am Start. Was geht? Ah, BBMM Motorsport. Hey, Liebeskette, krass. Wir müssen mal zusammen krass einen Motortest machen, würde ich sagen. Was sagst du? Ja, ich glaube, die kommen auch morgen zum Dings, zum seinem Auftritt in München. Ja, geil. Da müssen wir mal besprechen, dass wir geil Karre testen oder so. Ja, komm, die labern doch nur. Meinst du das? Wir labern doch schon seit einem halben Jahr mit denen, ob die was machen. Ach so, verstehe. Ich glaube nicht, dass was kommt. Mama Mia Musical. Ja, ich weiß nicht, welches Musical das war. Auf jeden Fall haben die ganze Zeit die Nacht gevögelt, die harten Typen, hey. Korrekt. Muss echt sagen, Hut ab, hey. So laut hätte ich Porno gar nicht stellen können, wie das da abgegangen ist. Immer war so ein Hotel mit so dünner Wand. War ein gutes Luxushotel, aber puff, 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 puff. Du Kranker, hey. Hey, war das nicht auch das mit dem Wellnessbereich und so? Du bist so Wellnessbereich-Junkie, hey. Ich weiß nicht, Wellnessbereiche. Da holst du dich doch Corona-Wellnessbereich, Mann. Videos gemacht haben. Ach so, ja. Das war das Hotel, genau, Mann. Der Fitnessbereich war voll verstaubt, hey. Weil die alle haben alle Fitness im Hotelzimmer gemacht oben. Sag mal, ist man eigentlich schneller im Laufen, wenn man springt? Das frage ich mich auch immer, ja. Auf jeden Fall tun sie dich da nicht so treffen, ja. Hey du, lass dich mal kurz erschießen. Steh mal, bleib mal still. Also nicht du. Sprech mit dem Bösen da. Wieso brenne ich hier? So ein Penner hat mich angedingst, hey. Ich brenne auch gerade, warum? Das sind doch voll die Losertiere hier. Wo sind die da? Die kann man doch... Die kann man messern, hey. Wo sind die? Die Bösen. Das sind die... Das sind die 2.0 Skag Dogs. Thank you. Next.
Aber gibt auch Punkte, wenn du die killst, auf Dauer, weißt du? Ja, voll, du sammelst ja. Ah, BBM Motorsport sagt, Autos sind da, ihr müsst nur rumkommen. Wo kommt die denn? Kommt die morgen zum Auftritt? Oh, da habt ihr Angst wegen Corona. Morgen kriegt jeder, der zum Auftritt kommt, in den Schlachthof, so Ehre. Ist ja voll geil morgen, weil es ist ja, sag ich mal so, intim alles. Oh, fuck, schon wieder die scheiß Rampe. Da kommt man nicht rüber über ein Auto. Laber, echt, doch, oder? Doch, nee, rückwärts geht, rückwärts geht. Rückwärts geht. Skag. Skag. I'm a skag, man. Warte, komm her. Oh, was sorry. Hast du einen gemessert, oder was? Nee, geballert. Ich gehe jetzt zu Children of the Vault, ja, aber das kann es, glaube ich, nicht sein, oder, dass wir da hin müssen. Ich finde es so geil, dass Borderlands jetzt voll der Klassiker wird, dass immer mehr Leute Borderlands hin. Borderlands ist mega klasse. Ich bin aber Battlefield V-Fan, muss ich sagen. Ich am Anfang habe ich gedacht, was für ein Scheiß, ja, und dann muss ich sagen, es macht voll süchtig, weil es geht voll, da wirst du voll, ich werde dann so voll aggro, ja? Ja, ja. Ja. Weil das voll link ist, wenn ich einer so killt, ey. Ist voll asozial. Okay. Wie bin ich ja da? Wo bin ich? Wo? Hä? Ich hab versucht, die Rampe zu springen. Du kannst unten durchlaufen. Ja, schau, das ist auch eine Travel Station. Die gleiche Scheiße wie vorher. Haben wir die uns wieder voll verarscht, oder? Ja, wo ist jetzt die Azalea? Stress, ey. Keine Ahnung, ey. Wo ist die Azalea, Bruder? Weiß es einer von den Zuschauern? Hey, wir haben gerade Zuschauer. Weiß einer, wo die Azalea ist? Danke, danke. Ich gehöre gerade für meine Skillboost mit Sniper gelobt. Dankeschön. Musst du mich mal bei Dings sehen, bei Battlefield V. Hey, ich bin mittlerweile voll. Ich bin schon großer Rank. Ich liebe Snipern. Ah, die kommen morgen um 18 Uhr im BBM Motorsport. Wird cool. Cool, cool, okay, cool. Krass, die texten ja, so geil ab auf YouTube. BBM Motorsport auf ihrer Seite, ey. Ja, Mann. Wo ist jetzt die Azalea, Bruder? Keine Ahnung, einer von uns beiden muss es googeln. Ah! Was ist das da? Vending-Maschinen. Hä? Ja, das ist die Feste. Trotz Highway, da war ich ja schon, Mann. Geh mal ins Büro rein, vielleicht steht die im Büro. Soll ich mal googeln, wo die Azalea ist, oder was? Ich geh mal ins Büro. Du gehst ins Büro, ich google jetzt mal, ja? Borderlands. Mal gucken, was dann abkommt. Borderlands 3 Azalea. Wie schreibt man die Tussi? Wie Azo, oder? Azalea. A-Z-A. Ich hätte gedacht, wie Atzen oder so. Wie Atzen, nee. Azalea. Wie Azalea. Azalea ist ein weiblicher Atze, oder? Absolut, ey. Boah, man kann sich schon voll die Borderlands-Masken kaufen. Ey, die Borderlands-Maske, die sieht voll gut aus, kostet nur 30 Euro. Die sieht besser aus als jede Dings-Maske. Ist so geil, mit so einer Borderlands-Maske rumzulaufen jetzt. Wie geil wäre das denn? Gute Idee. Die gibt's, Fasching hätten wir als Borderlands rumlaufen. Die gibt es in AST-Shop für 29,95 plus 5 Euro Versand. Die sieht voll besser aus als jede Corona-Maske, ey. Das ist geil. Kill the Azalea. Wer war denn dieser Borderlands? Muss ich jetzt mal gucken, hey, Borderlands. Die ist ja geil, die Maske, die ist so geil, Digga, hey. Okay, er kann. Boah, hey, wenn dann die Walkthroughs kommen, ja, dann musst du erstmal Return to Azalea. Meet Azalea. Hey, komm, das ist zur Verarschung, hey. Wir sind doch da. Wir sind doch da. Wo müssen wir hin? Wir sind doch da. Planet Eden 6, ist klar. Jacobs Estate. Objectives Meet Azalea. Sie sind in Swarms irgendwo. Da. Kann doch nicht sein, wir sind doch da. Die sind so schlecht geschrieben teilweise, die Walkthroughs, hey. Ich will einfach nur, wo ist die wir sind super. Hier, The Witch Azalea is located. Du kannst doch so gut Englisch, ja? Ja. Jetzt singt die da so rum. The Witch Azalea is located just a bit to the north of where we enter Jacob's Estate. Head over there and talk to the via hologram device. Wir müssen zu Jacob's Estate. Jacob's Bruder. Estate, ja, genau. Wo ist denn der? Auf Eden 6 ist der. Andere Welt. Eden 6 ist der, Bruder. Wir müssen auf Eden 6. Deswegen sind wir immer bei diesen scheiß Teilen da, weißt du, bei dem. Wo ist Eden 6, Mann?
Ja, okay, in 6, ja, ich reise hin, ja, okay. Pick up Ja. the state. Und reise ich jetzt einfach hin, ja? Ist das korrekt für mich? Ja, Nee, in du bist 6, jetzt im ja. Menü, du musst raus. Geh aus dem Menü raus. Ja, du schmeißt mich voraus. Also auf 7-6, Bruder, okay? In 6, Bruder, in 6. Krasses Team. So Borderland man halt zu zweit ist halt auch viel geiler, ja? Wir wären halt noch 100 Jahre rumgelaufen. Ja, absolutes Teamgame. Bruder. Okay, Mackenzie muss los, ey. Tschaußen, ey. Gruß nach Glasgow. Bis bald wieder. Krass, hey. BBM YouTube-Channel hat gerade für uns geworben. Hey, voll fettes Merci, Alex. Voll nett, voll nett. Jacobs Estate, oder? Ich hole mich mal kurz was zu trinken, ja? Halt tut mal die Leute bei Laune, okay? Genau, krasse Information, ja. Morgen Abend treten wir in München im Schlachthof auf. Alle Veranstaltungen, über 1000 Menschen werden abgesagt. Und wir sind so froh, dass bei uns nur 200 Leute sind. Das ist doch geil positiv, oder? Endlich kann man sich darüber freuen, dass man in einer kleineren Location spielt. Da ging, glaube ich, nur 270 rein. So. Also, wer Bock hat, wir machen aber nur Selfies, wir machen auch Selfies mit allen, aber wir machen nur Corona-Gruß, ja? Also, außer sehr komplizierte Handshakes, das haben wir uns vorgenommen. Die kompliziertesten Handshakes, ihr müsst so krasse, so weißt du, so Straßengruß machen, weißt du, hier so Ghetto-Faust, ja, und dann so, weißt du, mit Daumen und dann so Schmetterlingsflügel und dann so. Damit der Virus, wenn er die Hälfte, wenn er gerade rüberspringen will zum nächsten, dass er sich denkt, hey, Moment, da komme ich doch gerade her. Ihr müsst den Virus verwirren mit euren Handshakes. Das ist der Plan. Erkan, wo bist du? Bist du wieder da, der Erkan? Jo, da bin ich wieder, hey. Der Morgen Heiko. Schlachthof, geht es eigentlich um 8 Uhr los oder um halb 8? 8 Uhr geht's los, 8 Uhr. aber du musst schon früher kommen, weil da kann man auch essen und so. Und dann sind viele Leute haben schon Platz genommen, Korrekt. verstehst du? Ja, okay, alles klar, korrekt, korrekt. Gut, ja. Wir Okay. müssen ja auch Mackenzie Soundchecken. Ich habe Chausen morgen und einen X neuen Silent Techniker. Chausen. Ja? Zwei unserer krassen Zuschauer haben jetzt über eine Stunde zugeschaut. Chausen, ey. Schönen Abend noch, ey. Krass. Hey, und Zibo 17 habe ich noch nie gesehen. Ja? Zibo 17. Moin, was zockt ihr? Kindheitslegenden seid ihr. Wo Ja, krass. Bobby, wie Motorsport, gute bayerische Schweinebraten im Dings Schlachthofs Klassiker. Wir waren schon 15 Jahre nicht mehr da, aber die Tatsache, dass es immer noch gibt, sagt, dass es wahrscheinlich ganz gut ist, das Essen. Auf jeden Fall Safe. bayerisch und so. Das Frisch ist geil. geschlachtetes Essen, hey, auf jeden Fall. Haben Okay, die eigentlich sind. nichts Veganes oder so? Wahrscheinlich mittlerweile auch. So veganes Schweinefleisch oder so. Okay, Bruder. So, jetzt gehen wir jetzt zur Azalea, oder? Kommst du Ja, mit? Mann, du bist nicht weit, ist ja voll nah. Wo bist du? Warte mal kurz, ich war an der Map dann. Ich komme dich hinterher, okay? Wo bist du hingegangen, Mann? Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon alles gelootet. Schon da? Gehe ich gerade den falschen Weg, oder? Ich muss dich erstmal finden. Ah, die Map lang, okay. Da Das runter, oder? Ah, da hinten ist der Stefan Lust, okay. Boah, 30 Millionen. Wahnsinn, was geht, hey? Ballerst du schon wieder? Ich hör dich schon. Hey, da gibt's voll die Kohle, Bruder. Ja, ich mache das Tor auf. Der Zane. Ja, war's ja leer. Schon wieder Kohle. Alter, ich habe 43.000, hey, was geht eigentlich ab? Kein Scheiß, Bruder. Hey, Glückwunsch. Insgesamt, ja? Ich miete gerade Azalea. Wissen die Wie die Tussi? ausschaut, hey. Hässlich oder was? Weiß nicht. Die hat auf jeden Fall eine Corona-Atemschutzmaske auf. Keine schlechte Idee. Und So ich wie gehe gerade Bane sieht die voll in aus. die falsche Richtung, hey. Kurz gucken, wo ich da lang muss, hey. Mich voll Merkan, verlaufen. hey, du bist genau bei mir. Schon, oder? Wo müssen wir hin? Follow Pipi. Wer ist ein Pipi? Ich messe dich, Keine messern ist Ahnung. das Ganze. Beste. Komm her, du Penis, ich messe dich halt, ey. Ich messe dich und ich messe dich nochmal. Und ich messe dich nochmal. Und ich messe dich nochmal, ey. Schweigender Killer. I'm gonna live forever. Nein. Ich kann dir schon sagen, wie es ausgeht. Du wirst nichts für immer leben. Oh, ich muss mal ein bisschen Boah, meine geil, Messern ist so krass. Nachladegeschwindigkeit Man ableveln. kann die voll messern, die Teile. Das ist der Stefan Lust, okay. Shotgun-Tink, dass sie mir kurz töten. Oh, korrekt. Hast du gemacht, oder? Kennst du hier aus? Klar, Mann. Bin der krasse Fighter da hier. Bist du Messern? Ich bin voll besser geworden durch. Oh, ich sag halt, ich bin besser geworden durch Borderlands, ja? Und dann so schlecht.
Nachladen. Oh, ja. Kopfschuss, 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 Kopfschuss. Yeah, second wind, Bruder. So geht das. Gut, was Mann. Willst du da? Hinter dich gehe ich jetzt. Du schießt dich von hinten in die Füße, Mann. Oh shit, warte. Messer dich, Mann. Ich messer dich, ey. Wie ich dich messer. Ich messer dich nochmal. Und ich messer dich nochmal, hey. Und jetzt gehe ich hinter dich. Nee, den Typen. Ich messer doch den Typen, hey. Und dann messer ich nochmal. Messer dich, ey. Messer dich, messer dich. Und nochmal messer ich dich, weil ich hinter dich gehe, hey. Boah, ich mach den so fertig. Hey, du bist echt ganz schön aggro, ey. Ja, Mann. Oh, fuck. Second Wind brauche ich jetzt. Das muss ich natürlich nehmen. Vor lauter Messerei, weil das natürlich ein riskanter Kampf ist, ja. Second Wind, hey. Ey, ich bin so ein harter Fighter, hey. Ja, was komm her, ich messer dich auch, hey. Komm her, du Bruder, hey. Komm her, du Penis. Kindheitstraum. Messern und messern, hey. Boah, ich werd voll aggressiv, Digga, hey. Voll krass. Bin ich runtergefallen, ich scheiße. Seh dich schon, ey. Du bist so hart. Hast du gesehen, oder? Hast du es gesehen, Mann? Da sind noch eine Menge Böse überall. Ja, ich bin leider runtergefallen. Jetzt muss ich erstmal draußen rumlaufen. Oh, geil. Hey, Siri, halt's Maul. Mittendrin im Battle fängt Siri an, mit mir zu labern. Was soll denn das? Was will die? Will die mitgamen oder was? Du fightest gerade voll gut, oder? Warte, wo ist sie? Wo ist der Kampf? Wo ist der Kampf, Mann? Wo ist der Kampf, ey? Ich habe hier ungefähr 40 Feinde. Ich habe mich verlaufen, Mann. Ich komme, da oben, der Stefan. Da oben. Soll ich dich reviven oder was, Mann? Ja, keine schlechte Idee. Danke, Mann. Haben wir gekillt. Boah, ich hab nur noch 25 Schuss. Ja, Schuss kann ich leider. Sorry, Erkan, hab ich dich geschossen? Den haben wir noch? Haben wir alle, oder? Ja, mach mal so einen Schrank auf, dann kannst du ein bisschen Leben holen und so, weißt du? Ah, krasse Idee, ja. Guter Shooter. War noch Alter. Ich muss sagen, mein Battlefield-Training macht sich bemerkbar, oder? Das ist schon nicht schlecht. Ja, man merkt schon, du bist gut geworden, hey. Boah, Easy-E. Moin, Sie, ihr Lappens. Ticket gekauft für Lübeck. Freue mich auf euch. Sehr geil, Bruder. Boah, das finde ich ja richtig cool, Mann. Korrekt, mein Freund. Was ist mit dem Teil hier? Ich vielleicht gar nicht gewusst, dass wir nach Lübeck kommen. Ach, dem sollen wir followen, dem Papi, oder was? Der liegt da so blöd rum. Die müssen wir folgen, ja. Und wir müssen grüne Swamp-Blumen einsammeln. Hey, alles klar, Pipi? Was macht der? Hey, voll nice von Bibi im Motorsport. Lecker. Sie essen sich, gönnen sich morgen bayerisch Essen und schauen sich da die beste Live-Show Deutschlands an. Beste. Korrekt, korrekt, sehr gut. Was ist mit dem Teil? Das liegt jetzt hier so rum, Digga. Der wird dann schon immer weitergehen. Digga. Oder? Was ist denn da unten? Was ist das? Frisst er da rum und anlabern, dann sollen wir anschießen. Keine Ahnung, ey. Wie Digga. Ist das hier, oder? Was ist hier unten alles, ey? Ach, läuft der erst weiter, wenn wir die anderen gekillt haben wahrscheinlich, oder? Kann sein, ja. Irgendwer stresst hier noch rum. Ah, muss ich da nach oben, Alter, höher. Hey, Bunny. Sorry. Muss ich dich ganz kurz mal vernichten. Boah, wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er weiter. Jetzt läuft er weiter. Wo ist die faule Sau hin? Jetzt läuft er weiter. Jetzt. Ja, Mann. Ich muss ihn erstmal finden. Super. Ey. Ich muss die ganz kurz eine Nebenmission klären, ja. Ja, mach das, Bruder. Ich laufe dem hinterher, dem komischen Teil. Ja, vor der Depp, hey. Das gehört mal domestiziert, verstehst du? Wo läuft er hin? Jetzt bleibt er wieder stehen, ne? Da geht er weiter. Über so Hängebrücke drüber in so einen Tunnel rein. Domestiziert, hey, was du für Begriffe kennst, hey. Ja, Mann. Hat die Julala gesagt, sie will domestiziert werden. Oh, was ist denn das für ein Dinosaurier, hey? Oh, der will mich töten, die Sau. Jetzt baue ich, ja, das schaffe ich nicht. Ja, jetzt werde ich sterben. Hast du dich in einen Kampf verwickeln lassen? Ja, so vom fucking Dinosaurier. Und jetzt haut er wieder ab, die Sau. Und den kann ich allein nicht killen, hey. Der mit dem Handy im Magen. Na, tschaußen. Auf wieder tschaußen, ey. Und jetzt bin ich gestorben, ja. Das ist so dumm. Hey, geil, oder? Da ist das Ding, hab's gefunden. Tomo Sieg, hey, Tomo Sieg. Geiler Typ, ey, neu. Das waren Zeiten, Jakan Stefan. Genau, mein Bruder.
Zieh dir unsere Streams rein, hey. Wo Marvin 7793 sagt, als ob Erkan und Stefan da zocken. Sagt, ich schwöre. Ja, logisch, ich schwöre, du Penner, ey. Was meinst du mir her? Ich will hier zocken. Dolle Papocha liegt im Krankenhaus. Der ist nicht, Mann. die echten Erkan und Stefan würden doch nie im Leben. Die würden zocken doch, lassen, Bruder, ey. Wir haben auch Zeit. Wir haben auch Zeit und Bock. Ja, Mann, wegen Corona. Der Stefan ist da. Quarantäne, weiß ich. Das ist ja der neue Name für so japanische Automarke, oder? Quarantäne? Aha, das ist der neue Suzuki Quarantäne. Das Team mal labern, die Tanne ist. Labert sorry. Schon wieder? Was, ja, Wahnsinn, genau. Oder? Ich hol mir mal Zeug hier. Wahnsinn, hey. Die Tanne, die war noch gut, ja? Oh, die war geil, ja. Hast du die nicht mal? Hm? Hey, ein Gentleman schweigt. Ein Gentleman würde nie sagen, dass die eventuell vielleicht total sexuell gut da und so. Das würde nur ein Gentleman nie machen, ja, verstehst du? Oh, was ist für einer? Plötzlich steht da so ein Böser. Oh, krass. Wir lagen doch zusammen mit der Tana am Bett und beide waren wir zu prall, hey. Wir haben eine Chance gehabt, Bruder, die haben wir verstreichen lassen. Weil wir diskutiert haben. Stimmt, ja. Das war der Fehler, das haben wir bei der Nina auch. Oh, die shit. Box, das geht nicht. Tana, Nina, wie hätte die nächste geheißen? Mona. Irgendwas mit A. Banis haben immer so A-Namen. Ah ja, darüber muss ich. Ja. Die Brücke, wo ich gerade gestorben wurde von dem Typen, muss ich jetzt natürlich wieder rüber. Ah, das Teil, habe ich das gekillt? Wir hatten das gekillt? Das habe ich gekillt so. Mit verlauber Laderei habe ich gar nicht gemerkt, dass ich dieses krasse Teil gekillt habe, ey. Du meinst den über die Brücke? Ach, den da bist du jetzt. Mann. Ach, du warst es, oder? Ach. Krasser Checker, ey. Du bist so entspannt, ey. Du hast hier einen krassen Fight und Texas lässt dich mit mir rum, ey. Und du lässt auch alles deine Angestellten machen, ey. Nothing like it. Mein Iron Bier ist so geil, ich habe ihn schon ewig nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich schon 10 Skillpoints, um den noch weiter aufzuleveln. Tu es nicht. Der ist total geil, den musst du aufleveln. Der Typ ist Killer. Genau wie meine Drohne. Ich habe meine Drohne gestern wieder aufgelevelt. Ja? Hast du dir Drohnung gegeben, oder? Ja, voll die Drohnung. Ja, wo geht jetzt hin, hey Pippi? Wo gehst du hin? Wir müssen grüne Swamp Blooms einsammeln. Hey, wo finden wir denn die? Da gibt es also ein gelbes Teil. Wo sind Swamp Blooms? Habe eine gefunden. Der labert auch cooles Englisch, oder? Absolut. Ja. Hallo Pippi. Crew Challenge complete, schon wieder Crew Challenge. Claptrap, clap. Trap, trap, clap, trap. Hey, dein Claptrap ist ein Trap Rap. Der Claptrap macht. Warum macht der Trap Clap eigentlich kein Trap Rap? Du stellst krasse Fragen, oder? Hey. Ja, ich habe jetzt irgendwas getaggt auf jeden Fall. Muss man diese Fragen stellen. Ja? Oh, hier kommt der Tyrannosaurus Rex, den lasse ich mal lieber in Ruhe. So, geil. Einfach mal ein Abo für alle auf Ehrenbruder-Basis da lassen. WBM Motorsport. Ja, wir müssen echt mal was Cooles machen. Sehr gut drauf sehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lass mal ein Abo da. So. Ich will noch eine grüne... Boah, was ist das für einer, ey? Kann ich die bitte... Ich mach mal wieder meinen Teil, weil ich glaube, der ist heftig, der Typ. Oder? Wo ist jetzt so die grüne Sumpfblume? Ist hier keine? Boah. Lass doch den Tyrannosaurus in Ruhe, oder? Der tut uns doch nichts, oder? Ich glaube schon, dass der gleich was macht, oder? Müssen wir den nicht killen, Mann? Weißt du? Ja, sonst geht der Dings nicht weiter, oder? Da liegt wieder so ein Teil. Take. Da habe ich schon 2 von 3. Ja, cool. Sehr gut. Er scheißt hier, glaube ich, immer so raus, die Teile oder so. Die roten Sumpfblumen? Du bist auch so eine Sumpfblume. Du bist leider critical. Mit Feuer kommt der an. Der ist ja voll so oldschool, so. Der tut ja gar nichts. Ups, jetzt wollte er mich speisen, die Sau. Hey, du sammelst die Teile so lange ein, oder? Die haben früher immer Feuer gespuckt. Da gab es ja keine Feuerzeuge mehr. So wurde das Feuer auch entwickelt, weißt du? Ach so. Die haben sich gedacht, wow, krass, was da rauskommt, das ist ganz cool. Da kann man vielleicht auch... Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich voll die Monsterwaffe. Alter, du musst mal ein bisschen dein Lebensenergie hochleveln, hey. Ja, merk schon, Bruder. Ich habe gerade gekämpft, den Säure gekillt, weißt du? Was war das für Teil? War die gut? Einer noch. Ah, da ist noch eine grüne, oder? Ist das eine voll grüne? Die schlechten Waffen, ey. Voll die losigen Waffen, hey. Nichts Scheiß. Komm, ey, irgendwann
grüne Sumpfblume sein, oder? Wir sind jetzt hier zum Blumensammler mutiert, oder was? Voll, ja. Kaputte Welt. So voll veganes Spiel, hey. Verarschen kann ich mich selber. Ja, Mann. Bin ich voll bei dich, Mann. Sag mir. Bayerisch? Ja, ich soll dich sacken, ey. Das wäre geil. Wir müssen beim Borderlands, wenn wir so machen könnte, so extra Levels, ja? Wo man halt dann so Sondermoves machen kann und so. Das wäre cool. Das wäre echt geil, sacken, ja? Das werden wir schaffen, Bruder. Wir werden so weit kommen. Läuft jetzt mal weiter, der Bruder, hey. Taked, wieder was getaked. Jetzt habe ich schon zwei von drei. Hast du schon, oder? Korrekt, Bruder. Ja, da hat er wieder irgendwas. Typhon Dead Drop habe ich gefunden. Ja, der kackt die immer raus, die Teile. Ja, okay, krass. Ja, nur so Loser-Waffen. Hm? Ich glaube, wir haben so bei Level 20 oder 25 haben wir mal so richtig geil aufgelevelt, oder? Oh, kein neuer Ammo. Dann messer ich dich halt, komm her. No Ammo, hey. Ich muss echt mal wieder aufammonieren. Ammonieren muss ich mal wieder, hey. So. Okay. Jetzt ist er weitergelaufen. Also, wir müssen noch eine grüne Sumpfblume und noch eine rote Sumpfblume finden. Er ist weitergelaufen. Wo ist er denn jetzt? Niemand weiß es. Da hoch ist er gehüpft, hey. Da ist er, der Pipi. Der ist da hochgelaufen, oder? Ja, der kackt die. Schau, der gräbt die ein und dann kackt er sie aus. Siehst du? Ja, da ist eine. Ja, Mann. Ja. Zack. Hast du genommen, oder? Ja. Jetzt brauchen wir Gather Green Swamp Blossoms. Aber finden wir die Grünen? Die kackt er nämlich nicht raus, oder? Ja, aber der läuft. Wir müssen ihm einfach hinterherlaufen. Ey. Weißt du? Jetzt gräbt er wieder rum. Schau. Der ist so krank, oder? Wer lässt sich denn sowas einfallen? Ich lasse dich gerne dir vorstellen. Ja, bitteschön. Danke, Mann. Haben wir ihm seine Kacke eingesammelt. Return to Azalea. Jetzt wissen wir, die ist ja auf dem Planeten, oder? Die Azalea, die steht am Tor. Das ist eine Projektion. Völlig strange. Muss man da hingehen? Ja, richtig. Ich lauf dich hinterher. Wo bist du lang? Genau. Yo, yo, yo. Die Azalea, was das für ein Name ist. Meinst du, die ist gut im Bett? Wie so eine Gartenpflanze. Ey. Du hast die schon gesehen, die Tussi, oder? Ja, ja, der geht gar nichts. Schau. Das ist sie. Pfui, hey. War irgendwie schon geil. Die Stimme hört sich an wie Oma, ja, aber vielleicht ist sie schon geil. Die hat Corona. Geil. Der Heiko hat gesagt, wenn du Corona hast, dann kannst du 3 Tage lang hast du Ständer. Deswegen erwischt es immer die alten Leute, weil die haben dann auf seit langem Jahr wieder krassen Ständer und da kommt das Herz nicht mit und so. Oh, krass. Und die können dann nicht so schnell atmen und so, ja. 3 Tage Ständer nur wegen der Corona-Infektion. Ey, magst du dann in den Jacuzzi reingehen? Das keiner. Alter. Das versuchen die geheim zu halten. Ja, oder? Die da oben, die Demmelhubers. Magst du da rein in den Pool, Digga? Warte, ich hab hier was entdeckt. Krasses Fest. Boah, nice. Hier ist voll das Kranke. Du magst doch gern so Jacuzzis und Wellness und so. Hier hab ich was für dich. Ja, komm her. Ja, hinter dich. Dreh ich um für dich nur, Mann. Wo bist du, Bruder? Hinter dich. Ich muss dich nur umdrehen, Mann. Hinter dich. Einfach dreh ich mal 80 Grad um, Mann. Ja, was? Jetzt in Real Life oder? Oh, du geil. Du bist in einem Badewanne oder was? Nein, davor. Ich geh doch nicht da rein. Ich sag ja, für dich ist hier ein Jacuzzi. Place. Mach die super, Mann. Die Hexenküche, oder? Krank, ey. Es geht ab, ey. Okay, krass. Die texten ja, immer rum, Mann, ja? Hey, da ist wahrscheinlich jetzt so Fledermaussuppe drin und dann kriegen wir es alle. Oh, da ist irgendwas Rotes rausgedenkt. Da, oh, voll der Killer, hey. Voll der harte Typ, pass auf. Tink. Ja, okay, okay. Hat auch keine Chance gegen uns. Wo ist er? Schon kaputt, oder? Irgendwie schon, oder? Ich hab nichts gemacht. Ich hab gemacht. Ich hab ihn zweimal geschossen und einmal gebatscht. Und ich hab ihm halt, der hat auch nicht wieder. Digga, du musst mal dein Schild und so ein bisschen aufleveln. Kommt schon, schau, siehst du jetzt, wie es hochgeht? Ja, gut, nicht schlecht, Mann. Schau ich mal auf die Map, ja, da geradeaus weiter, okay. Warte, ich schieß mal die Flaschen weg. Ich lauf mal schon so lang dahin, ja? Ach so, ja, okay, warte, ich komm. Boah, Bruder, ey, müssen wir jetzt, Moment, wo müssen wir? Warte, du bist schon weggelaufen, oder? Ja, Mann. Die Texte, Digga, die Texte. Was sind wir Texte? Ey, stell dir vor, du bist so ein Sprecher, der so Videogames so Laberei aufnimmt. Hab ich mal gemacht, Digga. Am Ende hört sich's keiner an.
Hast du mal gemacht, oder was? Ja, ja, das war bei so ähnlich wie Borderlands, aber ein paralleles Spiel. Habe ich immer so einen Automaten gespielt. Geil, das haben die aus Deutschland und da haben sie auf Deutsch. Okay, ja, logisch, klar, oder? Ja, musst du machen. Da habe ich deutsche Texte gemacht für irgendeinen Teil. War aber ganz cool. Habe ich für jeden Satz immer 1000 Euro bekommen. Ich habe 200 Sätze gelabert. Alter, du Viech. Nein, stimmt, war nicht Lüge. War Lüge, okay. Dings, was haben wir gemacht? Findet Nemo, oder? Hey, vor kurzem hat einer gelabert. Der schaut sich immer Asterix und Erkan Stefan auf Schwörerdeutsch an. Liebt es halt so. Geil. Geil, oder? Absolut, hey. Der kennt sich aus. Du musst jetzt irgendwie aufs Dach drauf für den Teil, oder? Keine Ahnung, da ist irgendwie eine Tür, da ist so ein Teil. Muss man Dach, oder? Ah, da ist wieder so Musik, verstehe ich schon. Musst du Dach, ja. So ein Rekord. Achso, ja. Da musst du irgendwie hochkommen, oder? Keine Ahnung. Hoch? Jetzt wird's wieder kompliziert. Jetzt kommt der Teil, wo man nachdenken muss. Das nervt immer voll. Oh, hart, ja. Außenrum? Muss man echt da hoch, oder was? Ich bin ja nicht außenrum, oder? Bin ja nicht dumm. Hey, komm her, mach mal Räuberleiter. Hier ist extra. Was hat sie gesagt? Sie sollen da hoch, oder was? Deposit Red Blossoms. Haben wir doch schon gemacht, Mann. Wie soll man da? Kann man nicht hoch. Wir sind doch schon da. Muss man die woanders deposen? Die Red Blooms müssen wir irgendwo hin tun. Ich meine, die Grünen haben wir in den Topf geschmissen, oder? Keine Ahnung, Bruder, ey. Wie kommen wir hoch? Außerrum geht nicht. Mit Azalea. Follow the Pippi. Ja? Immer follow the Pippi. Gather the blooms. Gather. Return to Azalea haben wir gemacht. Deposit. So, use the ask us to throw. Haben wir gemacht. Das gäbe der Kill the Mutter Tink. Haben wir gemacht. Haben wir das schon gemacht, oder? Überall drauf. Speak to Merle haben wir auch. So, open the door behind him and throw things. Wir müssen das Tür halt aufmachen, Bruder. Ach so, okay, gut. Ja, voll. So einfach. Wir sind halt voll. Hey, krass, oder? Wie fühlst du dich, dass du so super intelligent bist? Ich weiß auch nicht, aber hey, ohne Scheiße, jetzt mal ganz ehrlich. Da kannst du nicht lügen, Bruder. Dass man eine Tür aufmachen kann, das gibt's nicht so oft. Ja, ist echt so. Du stehst immer vor der Tür und ist immer verschlossen. Die sind immer verschlossen. Deswegen war ich jetzt einfach kurz verwirrt einfach, weißt du? Weil ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass man die Türe öffnen kann. Das ist ja fast wie in Real Life jetzt hier. Voll realistisches Game. Ah, hast du reingeschmissen, oder? Korrekt. Take the black flame. Alter, wo ist die schwarze Flamme? Es gibt's irgendwo. Kriegen wir jetzt gleich eine voll geile Waffe, Bruder. Du laberst. Ich laber nie, Bruder. Hast du die schwarze Flamme genommen? Nein, die ist da draußen. Ach, von ihr. Ah, okay. Gibt's ja. Nimmst du's? Okay. Ich wollte es nicht nehmen, weißt du, ich hab schon alles voll. Ja, klar. Die muss ich jetzt equippen, Bruder. Ich werde die jetzt mal equippen, okay? Okay, mach. Was hast du jetzt da equipped? Ich weiß, ja, da steht, die Black Flame muss man equippen. Take the Black. Equip. Ah, jetzt, okay. Okay, dann equip sie. Ich schau, wie du ausschaust. Ja, ich beobachte das jetzt hier alles. Ja, okay, mal. Ich Zuschauer. Weiß nicht, wo das ist. Hey, Freeze DJ, schau zu. Wo ist denn jetzt die Black Flame, hey? Nabend. The Black Flame. Die ist ja voll langweilig, die Waffe. The Burning Black Flame ist ja voll die langweilige Waffe. Select. Ein langweiliges Level, Bruder. Vor was hau ich denn die rein? Ich muss jetzt Equipment und was anderes ablegen, oder? Ja, scheiße. Voll hart. Okay, aber ich hab's jetzt equipped, Bruder. Gut, Mann. Jetzt müssen wir erst Leas Dings zerstören. Schau mal, ob ich die drauf hab. Die Black Flame. Ist es die Black Flame? Warte, ich schau mal, wo du bist. Wo bist du? Ich glaube, das ist die Black Flame hier. Ja, neue Waffe. Oh, das okay, ist, okay, krass. Das ist die Black Flame, oder? Das ist die Black Flame. Okay, und damit müssen wir jetzt Azaleas Wett zerstreuen. Boah, hey, ich meine, wenn du da nicht studiert hast bei dem Game, hast du keine Chance, ja? Du musst jetzt halt echt auf der Borderlands University musst du gewesen sein hier. Auf dem Borderlands Gymnasium reicht nicht. Nein, Mann. Kevin, ich wünsche noch einen schönen Abend. Deppen da. Hey, ciao Kevin, ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Hey, willkommen Friese. Bist du am Batschen oder was? Du bist fett am Fighten, du da. So, das Ding musst du mit dem Ding zerstören jetzt. Ich laufe jetzt mal dahin, komm. Ja, komm einfach zu mir, ich kümmere mich um den Rest. Ich
halte den Rücken frei, okay? War das Rote oder was? Zerstört das? Passiert, Bruder, schon passiert. Hey, jetzt muss echt Psychos. Tausend andere Sachen machen. Out of Ammo, ich bräuchte mal wieder Ammo, hey. Hol dir halt. Hol dir, ich bin überall out. Asozial. Hab ich voll vergessen, hey. Oh, scheiße, bin ich runtergefallen, ich Depp. Okay. Ich bräuchte einfach mal wieder Ammo. Da musst du dich einfach sterben lassen, Bruder. Ich mache jetzt hier einen krassen Checker. Boah, Reconstruction, wie viel habe ich gezahlt? 2200. Ja? Ich mache hier einfach mal alle, und zwar als Iron Bier, verstehst du? Ja, mach das. Weil der hat immer schön Werpen, hey. Das eiserne Bier. Krasser Iron Bier. Die sind so prall, die haben keine Chance gegen mich und rennen trotzdem auf mich zu, hey. Voll krank. Dass ich das nicht rumgesprochen habe, verstehst du? Dass wenn der Erkan seinen Iron Bier hat. Ja. Ich soll diese Wets zerstören, da muss ich erstmal hinkommen, hey. Geht ab, ich brauche echt mal ein bisschen. Oh, neuer Level. Aber out of ammo, ich kann da nur durchlaufen, hey. Wie soll ich denn die destroyen? Ah, da ist noch so ein Teil. Ach, die muss ich alle zerstören, hey. Jetzt check ich das erst. Na, krass, oder? Jetzt habe ich einen, habe ich zerstört. Muss noch mehr zerstören. Von den Teilen, hey. Wo ist der gerade der S-Dog? Keine Ahnung, ich kämpfe hier gerade gegen eine Übermacht von Feinden, hey. Mit 30 Leuten oder so. Jetzt wieder mal ein bisschen Action, hey. Muss ich das Teil auch zerstören, oder was? Oh, da ist wieder einer. Geil, die laufen alle auf den gleichen Fleck. Wie dumm die sind. Oh, jetzt hat's mich erwischt, hey. Oh, jetzt hat's mich erwischt, ich hab kein Ammo. Ja. Ich komm mal zu dir, ja. Wäre cool, ich bin hier versteckt irgendwie, ich komm hier gar nicht raus, Mann. Shit, wo bist du? Voll diesem Ding da oben. Komm ich nicht hin. Ja, tschaußen, hey. Also ich habe jetzt schon zwei gekillt. Zwei so Teile gemacht. Na, korrekt, Bruder, okay. Dann komm ich jetzt mal in deine Nähe, oder? Na, da bist du. Da hinten. Und du bist jetzt gerade respawned. Okay, krass. Alive again? I can't hallo. This. Ja, hallo. Hallo, wie geht's dir? Was ist da irgendwann eine Gunstation? Nee, oder? Da habe ich, wie viel habe ich da? Okay, ein bisschen Ammo habe ich wieder bekommen. Also, wo geht's hin? Keine Ahnung, ich habe wieder diese mutierten Things hier. Nur mal gucken, wo die Teile sind, die ich kaputt schießen muss. Hä? Die sind wieder weg. Wo müssen wir hin? Equip Black Flame. Habe ich das schon gemacht? Boah, jetzt muss ich die Black Flame. Ah, ich muss die erstmal equippen, Bruder. Und dann siehst du die. Die habe ich nicht automatisch. Anscheinend. Ist equip, Mann. Black Flame ist equip, Mann. Destroy die Teile. Ach, nur wenn ich das Ding dran hab, dann sehe ich, wo die sind. Ja, genau. So schaut's aus. Kapisch, Mann. Kapisch. Dann schau ich mal. Da ist, glaube ich, gleich wieder. Ah, da ist wieder eins. Zwei habe ich schon gemacht von den Teilen. Einen brauche ich noch. Ah, no, let you leave. Oh yeah, da kommt der letzte. Tschaußen, Bruder. Korrekt, Bruder, hast du gekümmert, ja? Ja, habe ich gekümmert, hey. Die machen das gleiche, was deine Mutter immer macht. Kümmerer. Jetzt müssen wir die Azalea killen. Die Azalea muss sterben, oder was? Was? Nein, hey, warum? Doch. Ich muss erstmal diese Typen hier töten. Boah, die ist voll hart, die alte Heldin. Ich habe hier lauter Goliaths am Start. Boah, die ist voll hart, die Tussi. Ich brauche mal irgendwie Second Wind. Oh, fuck, ey. Fuck. Darüber. Oh, das sind keine kleinen Scheißer, die ich killen kann. Ich sterbe. Okay, jetzt muss ich Azalea killen. Oh, shit, ich bin auch gerade gestorben. Shit. Ah, Second Wind, okay, auch gut.
Auf YouTube ist jetzt so ruhig, jetzt sind sie alle Abendessen. Was gibt's Leckeres zu essen? Junge, was geht denn hier ab, hey? Wo ist die Azalea? Ich komm zu dich! Hier kommt der krasse Erkan und hilft dir. Ich mach die Azalea gleich alle. Wo ist die Alte? Wo hast du sie schon getötet, oder was? Nee, keine Ahnung. Nee, ich töte sie irgendwie alle möglichen hier. Die Azalea ist doch schon. Return to the Mull, Digga. Wir haben schon erledigt. Habe ich die Azalea getötet? Ja, Mann, hast du voll gut. Wir müssen noch so viele, die auch gerade getötet werden müssen. Nein, Mann, brauchst du nicht. Du meinst, sie brauchen alle, oder was? Ja. Ich schau mal, wo die Mull ist, ja? Die Mull. Boah, die ist voll weit weg. Ich mach mal fester Level dahin. Geh auf die Karte und mach fester Level, Bruder. Du ballerst doch nur umsonst weg. Ja, okay, wenn du meinst. Ey, ich schnulle mit Käsewurst und Kakao. Ey, Alter, Käsewurst verstehe ich, aber Kakao, Digga. Wie kann man Kakao essen? Zur Stulle. Zur Stulle. Das klingt voll nach Pausenbrot. Also ich bin jetzt bei der Mull, ja? Doch immer mehr so böse. Hey, was wollen die alle? Digga, komm zur Mull. Aber ich tu so lange mal hier ein bisschen Ammo aufdingsen. Das macht gerade Spaß. Ich bin mitten im Battle. Das wäre so einfach so ergehen. Das geht doch nicht, oder? Verstehe ich. Hast du recht, Bruder. Hast du recht. Einen Döner muss man auch aufessen, oder? Hast du recht. Du bist mein krasses Vorbild, Mann. Die vercheck ich auch. Oh. Jetzt geht's ab, Bruder. Jetzt geht's ab. Aber so richtig. Ich vercheck so lange ein bisschen Waffen. Mach das. Boah, da muss man sich immer voll reinarbeiten, welche Waffen eigentlich ganz geil sind. Weißt du, was ich meine? Und nochmal zurück. Boah, krass, ich könnte ja mal ein anderes Hellspack nehmen, hey. Oh shit, ich glaube, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Gesundheit wiederholen. Hier sind noch ganz schön viele Gegner noch. Es werden ja nicht weniger. Du wolltest ja, du wolltest, Bruder, du wolltest. Ich wollte es so. Empty, okay. Boah, ich kann einen Slot da reinmachen. Ich muss das systematisch vorgehen. Boah, ich habe einen empty Slot, habe ich. Ich habe ja voll den empty Slot, Mann, hey. Volles krasse Healthcare Survival. Du kannst das machen, oder? Okay, Bruder. Das hätte ich jetzt auch. Sniper Gun. So. Halt, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich da gedroppt? Drei noch. Like Cleopatra. Coming at you like Cleopatra. Absorbing Shield. Bewegt euch nicht so viel. Volles geiles Shield, ey. Hey, die bewegen sich so viel, das nervt voll. Geil, weil wir jetzt beide so voll unterschiedliche Sachen machen, oder? Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin schon da weitergefahren. Ich habe nur gerade gesehen, dass ich voll das geile Survivor-Shield habe. Krass, oder? Das müsste ich mal equippen einfach. Ist nicht weniger hier. Und du ballerst da rum, oder? Ah, das kann ich noch nicht equippen. Da baue ich einfach. Das ist voll drastisch hier. Brauche ich 31er. Wo kommen die alle her? Was kann ich denn da noch equippen, hey? Alter, geht gar nicht hier, mich hier so anzumachen. Muss ich in Ruhe machen, muss ich mich reinarbeiten, hey. Ich habe einen empty Slot, ich meine, das ist ja was Geiles. Ich laber jetzt mal zu der Tussi, ja, return to the mall, okay? Ja, mach, return to the mall, hey. Ich laber so lange mit dir, es ist halt wieder Text, mit First Revel Station zur Raute. Mission complete, Bruder. Rafa Damos, du fragst, was wir so machen. Digga, schau mal auf erkan-stefan.de, die Homepage. Ja, da siehst du, wir sind viel aufgetreten, letzte halbe Jahr. Wir treten wieder auf. Wir geben jetzt hier voll Gas auf YouTube, weil wir Bock haben zu gamen und mit anderen. Morgen sind wir zum Beispiel auf der Bühne in München und machen vorher, also Bühne sind wir 20 Uhr und vorher machen wir Backstage-Video live auf YouTube und so weiter und so Zeug. Verstehst du? Check's aus, Mann. Aber danke für die Frage. Töten wir. Ja, voll gut.
Go to the Roadlands Rest. Hobbymäßig in einem zweiten Universum. Ey. Ich soll schon wieder woanders hingehen. Boah. Der, wir haben jetzt schon 2 Stunden gegamed, ja? Wir sollen schon wieder wohin gehen. Bist du tot oder was? Ich muss mein Leben kämpfen. Ja, passt schon. Out of ammo? Was? Komm. Und dann musst du immer nachladen. Genau da, wenn du Second Wind brauchst, musst du das Ding nachladen, wie blöd. Hey. Ich bin bei dir. Ich verstehe dich, Mann. Ich verstehe dich voll. Ja, schon. Ich bin bei dir. Digga, wie lange hast du noch Zeit zu gamen? Endlos. Endlos. Du bist so, Bruder, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle getötet. Ich glaube, es waren 400 Menschen oder so. Hart Menschen, oder? Ich fühle mich voll ein bisschen schuldig. Okay, dann tue ich mal ein bisschen aufleveln. Schau ich mal, wie viele Skillpoints. Ich habe 6 Skillpoints habe ich am Start. Ich kann einfach 6 Skillpoints heraushauen, hey. Wie krank ist das denn, hey? Bist du irgendwo fest hingetravelt oder was? Ja, ja, ich bin festgetravelt. So, Dings, es kommt zu mich. Du siehst ja, wo ich bin. Die Railgun kann ich skillen, upskillen. Krass, Bruder, okay. Hey, es schauen nur noch 4 Leute zu. Töten scheint nicht so viel, nicht so interessant zu sein, oder? So. Ich gehe jetzt direkt auf dich zu, Bruder. So. Wo ist er denn? Ah, doch nicht so nah. Da steht da. Siehst du, ich bin zu Fuß zu dir gekommen. Echt, oder was? Ja. Einmal wieder abgefüllt. Hab was ich alles machen kann, ey. Smart Rockets habe ich auch wieder alle, jawohl. Was habe ich da krasses? Instead of Volley Confidential Rockets, the Venture Rocket launched a single rocket with a nuclear warhead. Na, the Junge. Damage. Ja. Purchase. Must be purchased. Das finde ich voll asozial, wenn du Sachen kaufen musst. Oder? Ich kaufe nichts. Ey, du willst mir nicht erzählen, dass das hier das ein Pay-to-Play ist, oder was? Oder Pay-to-Win? Nee, oder? Das ist das Geile an Borderlands, oder? When Moose deals Blast Damage, your Action Skill, Cooldown Rate is briefly... Ah ja, das kann ich doch mal drauf haben, oder? Boah, 3 mehr. Jetzt habe ich 6 Skills Points und das reicht trotzdem noch nicht, ey. Haben wir jetzt hier alles gemacht, was wir machen können, oder? Der Moose ist schon voll weit. Wo ist Roland's Rest? Ja, dann warte ich halt noch, bis ich ein bisschen... Pandora, wir müssen auf Pandora. Pandora? Ja. Ab nach Pandora. The Drauts wieder. Ah, so geilen Büchse, oder? Wie war das? Was hast du gesagt? Ah ja, so geht das. Ja, check ich. Hä? Wo ist da die Pandora, Mann? Anderer Planet, oder was? Ja. Go to Rula. Ah, das sind nur die Zones. Wie komme ich auf die Planeten, Mann? Dreieck. Machst du das, oder? Nee, mach mal du. Also pass auf, ich gehe jetzt da rein, ja? Use. Jetzt habe ich schon so einen krassen Level. Deswegen hast du halt höheren Level, ja? Da mache ich ein Dreieck. Und da kommt... Ach, dann, wo ist dann Pandora? Dann bist du auf dem Planeten. Jetzt drückst du nochmal drauf. Und dann bist du im Universum. Boah! Siehst du? Ha. Da gibt es halt voll die Planeten. Voll, wusste ich, ich habe gedacht, es gibt nur den einen Planeten, nur den Borderland Planet. Okay, welchen müssen wir gehen? Die Drauts, oder? Da bei, nee, bei Pandora ist ja das Dings. Die Drauts, da ist die Raute. Die Drauts. Okay, cool. Läuft. Läuft, Bruder! Läuft! Hast du ausgewählt, oder? Bin am Start, hey. Und da müssen wir, welche Drauts müssen wir da gehen? Weiß ich nicht. Drauts Highway, oder? Nee. Ich bin jetzt nicht drin, weil... Ich geh mal Drauts Highway. Drauts Highway. Chucks 1860 ist online. Jojojo, Superchecker Bros. Bin halt gerade so voll noch nicht daheim am PC. Fette Sorry fürs Stream verpassen. Alles gut, Bruder. Ich hab gesehen, es gibt jetzt schon so für Twitch so ein kleines Bildchen, wo Erkan und Stefan ist oder so. Echt? Wie geil. Muss ich mal checken, wie das dann funktioniert. Genau gecheckt habe ich das noch nicht. Das mit dem Twitch ist echt komplizierter. Ist voll lustig. Jetzt ist so 8 Uhr, jetzt ist auf YouTube ruhig, ja? Krass. Ja klar, die müssen es alle Abendessen bei den Eltern. Schauen, oder? Ja, Bruder. Okay, The Droughts. Alter, wir sind jetzt schon seit 2 Stunden online. Ja, ich glaube, ich benutze das ganze Internet vom ganzen Haus. Alle sind voll frustriert hier. Ja, oder? Jetzt wissen die mal, wie das ist, weißt du? Ja, Mann. Oh shit, hier wird schon wieder geschossen. Alter, hier sind ja Twitch-Runner. Was geht denn hier ab?
Nee, nee. Ich stehe gerade rum. Boah, geil. Sorry. Den hast du gut gemacht, Bruder. Der war gut, oder? Was will denn die? Macht voll den Stress, oder? Ich habe gerade mal kurz Beschreibung bearbeitet. Deswegen war gerade Ruhe. Also, wo geht's hin, Bruder? Wo geht's hin? Hey, hast du noch Platz 3? Hast du noch Platz 3, Mann? Logisch, geh in den Gunner Seat. Ich glaube, du hast keinen Gunner Seat, Mann. Du machst immer so Autos ohne Gunner Seat. Doch, da muss man, ne? Da auch schon einer drauf. Ah, ja, doch, End, pass auf, Enter. Das ist auch bei Computerspielen immer so prall, dass es so. Du musst immer so voll prall suchen, da jetzt hier Enter the Gunner Seat. Dass halt das erscheinen tut, ja. Fahren wir gemeinsam in einem Auto, oder? Das ist voll nett eigentlich, oder? Fährst du, oder? Ich versuch's zumindest. Okay, wen soll ich schießen? Alles. Aber wir leveln heute sehr souverän durch, muss ich sagen, oder? Das finde ich auch. Also ich finde gut, dass wir haben Disziplin, das ist wichtig. Ja, Disziplin, gut. Konzentration. Ja. Und wir sind trotzdem abchecken, so politische Weltlage gerade, ja. Genau, wir stellen uns auch den empfindlichen Themen. Corona. Ich hüpfe auch raus, Mann. Ist er durch, oder was? Hey? Fuck. Ah ja, so geil. Hier bei Borderlands ist halt der Kreis, ja. Bei Battlefield ist halt das Viereck. Und ich wollte halt so raushüpfen, denke, was geht. Und das geht halt dann, wenn du falsch raushüpfst, geht's halt ums Leben, weil die anderen ballern. Du sitzt im Panzer drin, ja? Ja, ja. Und willst du raushüpfen und drückst den falschen Knopf, geht der Panzer in die Luft. Devil's Razor. Devil's Razor, der Rasiermesser des Teufels. Ja, so Emote für die krassen Subscriber. Okay, und wir haben jetzt ein Emote für die krassen Subscriber. Gute Idee, ja. Cool. Und Bot Connector noch in den krassen Kanal rein. Genau, das ist auch gut, dass die Leute auch quasi Antwort bekommen, wenn sie anschreiben, dass sie auch wissen, was hier abgeht, dass das kein Bullshit ist bei uns. Sehr geil. Korrekt. Auf YouTube haben wir 7 neue Abonnenten. Geil, Bruder. Immer zwischen 5 und 15 Zuschauer und haben, glaube ich, schon 200 Kommentare drüber. Aber erst 12 Daumen hoch. Haut mal die Daumen rein. Was geht ab, ey? 6 Zuschauer, einer weniger. Ja, bei Twitch gucken jetzt auch gerade nur noch 3 zu. Aber scheißegal, weißt du? Bei Gefängnis ist auch so schlechter Empfang, oder? In Italien, ja, wo sie die nicht mehr raus dürfen, Quarantäne, ja. Wegen der Quarantäne, ja. Hey, da haben sie jetzt im Gefängnis Aufstand gemacht. Nee. Voll link, du bist im Gefängnis, ja, alle werden krank und keiner tut sich um dich kümmern, weil erst müssen sich halt um dich kümmern, die was halt nicht im Gefängnis sind. Hart, oder? Ach, echt, oder wird das so abgedeckt? So, wer im Gefängnis ist, ist ein Mensch zweiten Grades oder was? Ja, voll, hey. Dabei sind es doch eigentlich die Leader, oder? Das sind doch eigentlich die also die in Italien, quasi, oder? Das sind doch die Mafiosi, ich meine. So gesehen, ja. Ja, vor allem, meiner Meinung nach, ist, Leute, die im Gefängnis sind, müssen ja quasi wieder den Glauben an die Gesellschaft bekommen. Deswegen muss man sich doch extra mehr integrieren, oder? Du hast so ein krankes Gehirn, Bruder, hey. Nein, das stimmt schon. Das ich habe jetzt 10 Stück kaputt gemacht hier. So geil. Mit meiner Megawaffe. Bist du tot oder was? Hey, das musst du jetzt schon mal selber verantworten, hey. So geil, 4 auf einmal. Ich geb den halt so fett. Ich hab die falsche Waffe gehabt. Ich lauf nur rückwärts und geb den halt einfach fett. Gute Idee mit dem Rückwärtslaufen. Verarsch mich halt, ey. Das mach ich auch immer, wenn ich Auto fahre. Ich fahre immer nur rückwärts gegangen, dann sehe ich, wer uns verfolgt hat. So, jetzt muss ich mal laufen, schauen, wo ich überhaupt hin los, ey. Also ich hab die jetzt alle super gekillt. Go to the Roland's Pest oder sowas, oder? Schau ich mal auf die Map, wo es hingeht. Voll der Map-Checker, geradeaus, verstehe. Okay, krass, Bruder. Gut. Ich hänge noch in so einem krassen Skag dran, ey. Das nervt halt irgendwie. Rückwärts laufen und mit voll Hammergranat, mit dem Granat-Grenade-Launcher draufhauen. Dann hast du immer 3, 4 auf einmal. Ah, krass, oder?
Bruder, ich muss mal kurz pausieren, die Julana ruft an, okay? Wo Bitches, oder? Anstrengend. Go to Roland's Rest. Ja, da gehen wir uns mal hin. Wo ist denn der Rest vom Roland? Er kann labern, das mit der Julaila, weißt du? Ist halt so. Das ist halt die Tussi, die macht ihn seit Jahren, tut wie so, als würde sie ihn irgendwann ranlassen. Das ist halt voll ihr Ding. In Wirklichkeit wird da nie was passieren. Never. Schwöre. Aber gut, ja. Für ihn ist es eine Motivation, für sie ist es Selbstbestätigung. Okay, krass. Irgendwie geben die sich schon gegenseitig. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Hey, wie schnell sind die? Was sind das für Wesen? Was sind das für kranke Tiere hier? Voll die Aliens irgendwie. Der jumpt, was geht denn ab? Junge, okay, warte. So kann es nicht weitergehen. Und wer kommt denn da? Wo glaub ich, werde ich gleich verrecken, oder? Boah, fast hätte ich einen Wind bekommen. Scheiße, Mann. So. Okay, der kann jetzt ja noch am Labern mit der Julaila, oder was, hey? Während ich hier gerade so hart abgenippelt bin, wo muss ich hin? Bin ich auf der richtigen Seite wieder geboren worden? Das ist immer die Frage, weißt du, so eine Schicksalsfrage. Bist du auf dem richtigen Planeten geboren? Ich bin auf Pandora geboren. Bin ich dafür jetzt deswegen jetzt privilegiert? Philosophie? Hier bei Erkon und Stefan, hier lernt ihr's. Ich glaube, ich komme nicht weiter, wenn ich hier jedes Tier töte, oder? Meine ganzen Smart Rockets, ich sollte doch einfach auf den Kübel schießen, oder? Hey, was ist das? Was ist das für krasses Zeug? Okay, cool. Okay, Mann, ich bin wieder am Start, Digga. Bist du, und was sagt sie? Wird nichts, oder? Ja, sie wollte halt jetzt unbedingt, dass ich hier eine Glühbirne wechseln tue, ja? Ich bin doch nicht der Glühbirnenwechsler, oder? Hey? Geht's noch, ey? Scheiße, oder? Nein. Ja, kannst du mit der Glühbirne wechseln. Ja, klar, Mann. Und der Typ, der fummelt die ganze Zeit an ihr rum, oder? Ich meine, sie lässt mich halt nicht ran, die Julala. Asozial. Habe ich dem Publikum auch schon gesagt. Seit Was Jahren kommst? Hält die dich hin, das ist so links. So hart, oder? Ich kann jede Frau haben. Ich kann jede, die alle kann ich haben. Alle. So, ich laufe mal da weiter. Wir haben ein paar neue Zuschauer wieder auf YouTube. Willkommen. Wir gamen schon seit 2 Stunden hart. Echt, aktiver Livestream 2 Stunden, das musst du dir erstmal geben. Oh, jetzt komme ich in so eine krasse Zone rein. Da muss man erstmal zuschauen, hey. Ja, Mann. Hey, Zocke Games schreibt, warum haben Erkon und Stefan die German Legends nur 3 Viewer und 4 mit mir? Ja, das liegt daran, dass wir das noch nicht so richtig gecheckt haben, wie wir das Leuten Bescheid sagen können, dass wir online sind. Und weil keiner glaubt, dass sie das wirklich tun. Aber kannst du ja weiter vertexten, ja? Also ich bin jetzt hier. Das sind bestimmt nicht die echten. Ja, das denken immer alle, das bin ich wirklich echt. Das glaubt uns keiner, dass wir echt Gamen tun. Also ich warte jetzt mal hier auf dich, ja? Hier, Meet Worm. Hey, das sind so miese Spinnenviecher, ey. Soll ich das machen? Der steht jetzt vor mich, der Typ. Ja, mal, meet ihn einfach. Der labert mich dann eh voll, ja? Greed, oder? Das ist diese nackte, boah, dieser nackte Typ ist das wieder, dieser Jesus. Der mit der Unterhose da steht, vollbart, boah, hart. Ich laber ihn an, aber dann schaue ich weg, okay? Hörst du, was er textet? Ja, ich werde hier von so scheiß Viechern angegriffen, aber ich höre es schon ein bisschen so. Undies are burned into my retinas. Me undies. Hey, next level shit, willkommen, hey. Krust. Love those turrets. Oh, right, the mission. Okay, Lilith says you're here to save Tanis. Now, if Carnivora has her, you gotta get a move on. Who the hell is Carnivora? No, it's not a who, it's a what. Carnivora is a giant festival run by 2 murder streamers named Pain and Terror.
Pain and Terror. Pain and Terror. Hörst du das, oder? Was er labert? Soll ich da schon zuhören, oder? Ja, mach du mal lieber. Du kannst so gut Englisch. Ja, der ist so weit weg. Ach, krass. Boah, voll die andere Hut muss man dann gleich laufen, ey. Okay, Waffen habe ich eigentlich, ne? Ich komme voll nicht durcheinander mit den ganzen Typen, wie die alle heißen, was die alles texten. Du checkst es. Was die alle wollen vor allem. Du checkst es immer alles, oder? Dieser Spider-Ant-Ritter ist hier bei mir irgendwie, das nervt voll. Wo ist denn der? Da unten, oder? Komm mal hoch. Ich muss ihn jetzt noch fertig töten. Du stehst doch drauf, oder? Ungeziefer. So, jetzt haben wir ihn natürlich. Der hat mich verfolgt die ganze Zeit. Kein Scheiß, musst du rückwärts laufen. Digga, dein Shield ist ja auf null. Ehre, hallo, willkommen. Ehre. Aber du hast nicht lang Pause, du musst gleich wieder weiter, Digga. Oh, da gibt's eine Dollar Station. Wir können mal ein bisschen Ammo ziehen oder so, oder? Da drüben. Korrekt, Bruder. Und dann weiter marschieren. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, verstehst du? Wo laufe ich denn hin, ey, Digga? Ich bin auch Baller, ey. Baller. Wo sind die Stations? Ich muss da rum. Hey, morgen gibt's übrigens bei unserem Merchandising das erste Mal dieses geile neue Basecap mit krass. Oh, was ist denn das? Neuer. Ich soll für 2000 Refill Ammo machen, bist du krank oder was? Digga, ich schau da nicht drauf, was das kostet. Du hast halt, oder? Ich hab halt. Nicht Refill, hast du recht, Mann. Refill einfach. Hier Guns kann man kaufen, hier krass, gibt's einen Jacobs Gun für Checkerei. Das ist aber selten. Guns und Ammo Dump. Aber brauchen wir nicht, oder? Wir haben. Ich meine, ich könnte natürlich mal aufleveln. Ja, aber. Ja, Mann. Ich muss mal kurz aufs Klo. Warte. Hey, Stefan! Hey, hast du genug Toilettenpapier? Nein, Mann, das ist weg wegen Stefan braucht Scheiße. Toilettenpapier. Ey, meinst du, dass die Leute echt sich Toilettenpapier bunkern? Das halte ich halt für ein krasses Gerücht. Was würdest du bunkern? Also ich meine, hast du schon irgendwas geholt oder so? Was ich gebunkert habe? Ich habe Krassdrinks gebunkert. Krassdrinks habe ich gebunkert. Ja. Okay. Ja. Dann habe ich Joghurts gebunkert. Ja, Butter. Okay, krass. Ja. Butter, Avocados. Habe ich gebunkert? Nachvollziehbar. Was habe ich noch gebunkert? Du laberst doch, oder? Frische Wurst habe ich gebunkert. Was geht also noch ganz... Ich weiß nicht, damit dass du jetzt irgendwie so, jetzt so 8 Monate in deinem Safe Room verschanzen musst, oder? Doch, ich habe 2 Tomaten habe ich gebunkert. 2 Tomaten? Oh, du krasses Tier. Die Bunker? Ich habe eine Tube Tomatenmark, ja, und dann habe ich, ich hab Wasser eingefroren. Echt geil, ja. Ich habe Luft gebunkert, ja. Und dann habe ich noch 3 scharfe Bunnies gebunkert, ey. Und ich wollte Hamster bunkern, aber an den Teilen ist doch nichts dran, ey. Ich habe eine neue Erde discovered. Ich verstehe nicht, warum die Leute Hamster bunkern und nicht irgendwie fette Schweine oder sowas, verstehst du? Ich habe Meerschweinchen gekauft. Skag, ja, in die Skags, die heißen, auf jedem Planet heißen sie Skag, oder? Niemand weiß es. Ich mach den Job hier, ich weiß gar nicht. Was bist du beim Pickling? Hast du da eigentlich dein Playstation mit aufs Klo genommen oder was, Mann? Nee, ich bin. Im Game bin ich auf die Toilette gegangen und hab das gelootet, weißt du? Ach ja, verstehe. Ach so, ey. Was? Ich hab gedacht, du gehst wirklich pinkeln, ey. Dann brauchst du ja gar kein Toilettenpapier. Nein, Mann. Ich hab doch so ein Nassklo, weißt du, wo mit Wasser... Ja, dann bist du weit vorne, Digga. Dann bist du weit vorne, hey. Das ist die Zukunft, mein Freund. Ah, da stehst du ja plötzlich. Du bist so spooky, wie so ein Geist. Auf einmal stehst du neben mich, hey. Ja, Digga, was glaubst du, warum die Viecher explodiert sind, die vor dir gestanden sind? Die habe ich hochgeballert. Wow, der Next Level Shit hat krasse neue News. Der hat gesagt, die Hamster fressen Corona. Und deswegen ist es voll dumm, wenn man sich Hamster kauft. Oh, krass. Hast du recht, ja? Wir müssen die Hamster frieden lassen. Zocke Games fragt, wie geht's dem Rado? Steht das Stüberl noch? Der Rado ist tot, der Rado ist gestorben. Ich mach das hier Rad da. Und das Stüberl steht nicht mehr, das ist abgerissen worden. Das war früher die Schwabinger 7, ja? Ja. Schwabing. Das ist jetzt ein Biomarkt. Das Gebäude ist weg. Und gegenüber ist Konstantin Film. Ja, Mann, das ist jetzt ein Biomarkt, wo früher das Ding war. Ohne Scheiß. Ja, das ist das so. Das ist jetzt ein Biomarkt, Digga. Hart, oh, oder? Das nenne ich Gentrifizierung. Ja, wir halten da auch immer jede Woche eine Mahnwache. Wir haben uns damals da angekettet am Stüberl, dass er abgerissen wird.
Alter, wir kommen jetzt in die Splinterlands. Was Neues? Was sagst du da? Oh, geil. Bist du bereit? Weißt du noch, hast du früher auch mal Splinter Cell gespielt? Ja, Tom Clancy, klar, Logoman. Boah, das war so geil. Gibt's ja mal Next Division. Next Division ist Neues rausgekommen. Ist, glaube ich, schon sehr geil, aber da musst du dich auch wieder reinarbeiten. In New York. Ich habe noch PSP-Games. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, ich habe auch noch die PS Vita. Das war ja voll die Luftnummer, oder? Sieht aber geil, die Splinterlands aus. Sieht gut aus. Alter, ich glaube, wir kommen bald auf Dings, auf Guinness Buch der Rekorde, ja? Längste Stream. 2 Stunden 20, Bruder. Tokyo Games, Erkan Stefan schreibt, ach, Krake, wo kriegt ihr jetzt die Red Bulls her? Ja, interessante Information für dich, Zocke Games. Red Bulls gibt es nicht nur im Stüberl. Ja, man, wir trinken jetzt Krassdrinks. Die kriegst du bei Lifestyle-Drinks online. Limitiert. Genau. Okay, tschaußen an Next Level Shit. Es geht jetzt Bunnies klären. Hast du recht, Bruder, ja? Solange es noch Bunnies in der freien Wildbahn gibt und nicht alle Quarantäne machen. Ganz genau, so schaut es nämlich nicht aus. Was die alles geiles Zeug machen, ey. Dann weiß ich ja, wo ich konkret auf Toilette gehen kann, wenn ich kein Toilettenpapier mehr bekomme. Oder Stefan, so schaut's aus. Wenn du nicht mehr, wenn du kein Klopapier mehr hast, dann geh in Borderlands aufs Klo. Ja, eben. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute es nicht machen, alle. Ist doch geil. Zum Beispiel, der Dings, der Branko, ja, der ist bei BMW. Ja. Der hat gesagt, die Chefs, die machen alle Homeoffice, ja. Und er muss trotzdem BMW zusammenkleben, ey. Verstehst du? Schrauben. Und weiß auch nicht, ob er jetzt Homeoffice, ob er da Revell basteln soll oder so, weißt du? Die Chefs gehen Homeoffice und die Arbeiter müssen bei BMW weiter Autos zusammenkleben. Ja, man, wie München stark der Anstich, ja? Politiker bleiben zu Hause, aber Erkan und Stefan, wir ziehen halt durch, ja? Wir ziehen durch, logisch, ey. Scheiß doch drauf. Ohne Scheiß, mein Immunsystem ist so hart. Mich juckt das überhaupt nicht. Kill enemies with sniper rifles without using the scope. Cool, Mann. Habe ich schon zu 50, 25 von 50 habe ich schon gemacht. Neue Area. Was geht? Ui, da kommt wieder so eine Karre. Die sind ja voll umsonst, sind die Karren, oder? Die Typen nerven voll. Ich geh jetzt mal da rüber, da muss man so ein komisches. Aber sieht ganz cool aus, so wie so, ein vereister Mars irgendwie so. Ja, irgendwie cool, so wie Tatooine oder so. Boah, Alter, ich hab gehört. Der ballert mich an, geht's noch, oder? Ja, pass mal auf, ey. Boah, ich hab halt die Karte einfach so mal. Hast du das gesehen? Mein Iron Bier ist so hart, Digga. Das war die beste Investition. Wieder einfach mal so. Was hast du gehört? Ich hab's vergessen. Aber hat sich. War klang sehr spannend, Bruder. Ja, voll. Ich hab gehört. Boah, meine ganzen Waffen, ich bin schon wieder voll out of ammo, hey. Wer entscheidet eigentlich, wie viel Ammo man auf Borderlands kriegen tut? Niemand. Man muss ja irgendwie, die da oben, oder? Die da oben. Get in the... Schau mal hier, get in the Festival, the Corona Festival, oder? Kein Scheiß, siehst du, wo wir hin müssen. Wir müssen zum Corona-Festival, oder? Lesen wir unsere Aufgabe. Wir müssen zum Corona-Festival. Get into the Corona-Festival. Hey, was? Get into the Corona-Festival. Wie geil ist das denn? Spielen wir das Corona-Festival, ey. Alter. Ich gehe gerade auf so eine krasse Welt. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das Krasse ist, bei YouTube, das tut sich einfach nicht weiter vertexten, dass man da gamet. Ja, bei Facebook oder so, ja, ist was anderes, ja. Ja. Da sind die Leute immer so voll teilen und so. Oida, wo bin ich hier? Ich bin jetzt vor dieser Wand, aber ich weiß nicht, was. Drive into the. Ich muss da reinfahren. Wir brauchen Karre. Hast du Karre am Start? So, ich stehe hier oben auf dem Berg. Warte, ich spring mal runter. Fuck, ich muss da reinfahren. Ich brauche Karre. Hier ist ein Auto. Warte, ich hole eins. Ich glaube, hier kann ich auch eins machen. Ich mache mich Auto. Du lügst doch. Ich glaube schon, oder? Ne, ist kein Schlüssel. Doch, Schlüssel. Andersrum. Voll prall, ja. Musst erst ein Auto machen. Respawn Vehicle. Okay, dann fahre ich jetzt mal. Würdest du sagen, du bist spielsüchtig, Stefan? Wovon sprichst du? Sprichst du mit mir? Sorry, ich muss da gamen.
Ich bin so voll anders ge... Du Penner! Geile Aktion, Mann! Geile Aktion, ey! Ich hätte es jetzt voll nächsten Level gefahren, ja? Aber nein, er muss mich halt wegfahren. Hey, apropos, weil du den gerade den Stunt gemacht hast, ja? Was? Ja. Weil du gerade den Stunt gemacht hast mit der Karre, ja? Ja, ja. Hast du den Film schon gesehen mit dem Mark Wahlberg, oder? Ja, ganz genau, Bruder. Mit dem Airbag, oder? Ja. Ja, wo der ihn auch so anfahren tut. Den habe ich gestern gesehen, den Film. Hast du zum Schluss geschaut? Ich habe die letzte Viertelstunde habe ich nicht mehr geschaut. Da habe ich mir einen runtergeholt. Nein, bin ich eingeschlafen. Aber war ein geiler Film eigentlich, oder? Ich habe erst gedacht, das ist Serie oder sowas. Dann habe ich gecheckt, nein, das wird ja Film. Aber ich meine natürlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass so Hollywood-Filme voll unrealistisch sind. Ja, ich muss sagen, bei dem Film, der hieß ja Spencer... Spencer irgendwas, oder? Ja, keine Ahnung. Auf Netflix, gell? Ja, genau. Ja, genau. Habe ich mir angeschaut. Ja. Spencer Undercover, nee, Spencer irgendwas. Das ist so beschissen zu fahren hier. Der Film war schon nicht schlecht. Ich fand ihn cool, ja. Da denkt man sich, boah, krass, irgendwie hat man doch schon alles mal gesehen, oder? Ja, und wie er mit dem Laster da reinfährt zum Schluss, das ist so voll die Lösung. Du denkst, du nimmst deine Probleme voll ernst, ja, und dann ist der Laster ist halt voll die Lösung. Ja, aber danach ging es ja nicht weiter für ihn, da hat er nicht weitergedacht. Ja, ich habe die letzte Viertelstunde nicht gesehen, ja, aber... Also ich habe jetzt die Karte da reingefahren, ja. Der war cool mit dir. Was ich mich da frage, ja? Wer frisst die ganze Zeit so Zahnstocher? Macht doch kein Mensch, oder? Ja, ohne Scheiß, oder? Aber mal, dann wusste er halt, dass er da war. Ja, so mal kurz, aber es war halt so ausgedacht. Aber mal so kurz, weil einer immer Zahnstocher essen tut, oder? Ich mache hier gerade voll die Action übrigens, ja? Ich tue die Karre laden und dann wird die jetzt mit dem Fließband da hochgefahren. Schön, dass du dich auch ein bisschen einbringst hier. Das Festival muss ich da Auto ran, da muss ich jetzt reingehen. Währenddessen töte ich die ganzen Skags, das ist auch wichtig, oder? Ich komme jetzt mal zu dir rum, ja? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ah, da bist du. Wir sollen zu einem Big Donny. Ich habe hier die Karre geparkt, ist da reingegangen und verbrannt. Ach, krass, oder? Und jetzt sollen wir zum Big Go to Big Donny's Chop Shop. Ist die Tür aufgegangen? Nein. Nee, da kommen wir nicht rein. Wir müssen zum Big Donny's Chop Shop. Chop Shop. Wo ist der Chop Shop? Wo ist der Chop Shop? Wieder anderer Planet, oder was? Verarsch mich nicht, ey. Nein, oh, der ist ganz da hinten. Da gibt's auch keine Fast Travel. Digga, da müssen wir hinlaufen. Siehst du? Auto nehmen. Ja, genau, Auto nehmen. Mach mal Karte klar. Ich mach Karte klar, ja. Ich warte so lang. So krass, oder? Der feine Herr. Ja, Mann. Ich hol mich so lange noch ein Getränk. Du könntest ja theoretisch jetzt einfach einsteigen, dann kann ich auch losfahren. Ich hol mir jetzt erstmal ein Getränk. Machst du lang das Auto klar? Ja, super. Was soll ich denn machen? Zocke Games schreibt jetzt mal on a serious note, gehen nur Fans von damals auf eure Shows wegen Nostalgie? Weil wenn man Videos von euren Programmen heute anguckt, da kann ich nicht weiterlesen, objektiv bedacht. Also ich kann nur sagen, ist halt voll aktuell, nichts Vergangenheit, aktuelle Themen im Programm. Ja Mann, wir labern über Trump, Tinder, Tesla, Thunberg, Titten, alles was mit T anfängt. Unser Programm ist schon auf der Höhe der Zeit, aber natürlich kommen halt viele Leute auch wegen Nostalgie, ist klar. Also ein bisschen 50-50 würde ich sagen. Es kommen die Fans von früher mit ihren Kindern und es kommen die Fans von früher, die damals klein waren und die mit den Eltern gekommen sind, die kommen jetzt auch mit ihren Großeltern. Du weißt, was ich meine, ja? Nee, weißt du, was mich halt... Wir sind generationenverbindend. Ja? Ich wurde gerade gefragt, ob Fans von früher, ob das nur Nostalgie ist bei unseren Shows. Nein, Bruder, wir machen einfach unseren geilen Style weiter. Logisch, hey. Wir labern ja auch über Corona. Früher gab es ja noch kein Corona, da waren die ja zu blöd für Corona. Boah, stimmt, ja. Aber jetzt, wo du sagst, damals gab es SARS. Sagst, jetzt wo du es sagst, oder? Jetzt wo du es sagst, ja. Rinderwahnsinn, ich habe Vogelgrippe 1 bis 12 habe ich überlebt. Hey. Haben wir alles durchgemacht, haben wir alles durchgespielt. Das geht nie ab, hey. Korrekt. Hey, weißt du, was ich mich frage? Ja? Was? Ja, wie lange kann man eigentlich streamen? Wo ist denn die Karre eigentlich? Soll ich da reinhüpfen? Ah, ja, genau. Ja. Ich warte die ganze Zeit. Wie lange kann man auf YouTube, wie lange kann so ein Stream eigentlich sein? Ich meine, der geht doch der Server irgendwann in die Knie, oder?
Niemand weiß es. Stefan, der ist jetzt von Westflügel in Ostflügel rübergelaufen. Er kann endlich eingestiegen. Weil der Stefan hat so riesen Anwesen halt, ja. So ja. In Hollywood Hills ist jetzt gerade von Westflügel in Ostflügel rüber marschiert, ja. Und hat seine Angestellten zurechtgewiesen, ja. So hart der Typ, ey. Ja, die Begonienhecke muss wieder geschnitten werden. Oh, die darf man jetzt nicht mehr schneiden, oder? Darf man die im Sommer auch schneiden oder nur im Frühjahr und im Herbst? Weil die Vögel da drin sind. Und darf nicht mehr schneiden. Es kommt ja darauf an, auf welchem Teil der Erde mein Haus steht. Ob es dann früher ist oder Herbst. Ja, okay. Ich habe es extra so gemacht. Voll geil. Aber cool, was ich weiß, oder? Ja, hey, du fährst richtig gut, Bruder. Ist eigentlich illegal, was ich hier mache. Wegen Vogelnester. Ja. Sifted Mar. Wow, wie kann man so prall sein, Digga? Ey, ohne Scheiß. Was fährst du bitte nochmal zurück, ja? Noch 100 Meter, fahr zurück und fahr nochmal genau mit Vollgas genau so in die Kante rein. Ich schwöre dich, ja? Ich schwöre dich, bei der Lügerei von deinem Bruder Horst, ja? Dass du das nicht nochmal schaffst, ey. Er muss mich mir jetzt von dir holen, so beleidigt lassen, ey. Beleidigt meinen Bruder, aber nicht mich, okay? Auf YouTube commentet keiner mehr. Warum? Ist das voll oder was? Vorhin haben sie voll commentet. Ja, kann. Corona gab es doch schon länger. Neues halt ist krasses Augustiner hier beliebt. Sagt Chux, absolut. Und vor allem gesünder Chux. So, wir sind jetzt hier bei Big Donnie's Chop Shop. Kann, meinst du, wir sollten jetzt einfach mal morgen weitergamen? Können wir machen, Bruder, können wir machen. Und dann machen wir morgen die geile Karte, aber morgen game ich nicht, weil morgen bin ich auf der Bühne, Bruder. Boah, stimmt, morgen sind wir in München, live, Wirtshaus im Schlachthof. 20 Uhr, es gibt ganz wenig Karten noch. Ja. Ja. Krass. Ja, es ist unter 1000, also wird es nicht abgesagt. Ha? Ende des Monats sind wir in Strobenhausen, Nördlingen, hey. Wenn es nicht abgesagt wird. Wenn es nicht abgesagt wird, ja genau, richtig, hey. Weißt du ja mittlerweile, selbst die Bundesliga, ja, hey. Hardcore, Bruder. Okay, also Stefan. Am 28. März und am 29. in Schierobenhausen. Hey Alter, ich habe dein Video gesehen heute für Ingolstadt, was du da gemacht hast. So cool. Hey, ich tue dich ja ungern loben, aber das ist echt cool, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich gemacht, ey? Ja, von wegen, dass du dich beschwerst, dass die Karten verlosen und so, weil das voll hart ist. Stimmt, geht halt gar nicht und so, ja. Das ist geil. Ja, man muss halt immer irgendwie so einen Twist finden. Ja, hat voll Spaß gemacht, ja. Hey, Alter, Ehre. War mega cool. Ja. Hat fett Bock gemacht, ja. Mal abspeichern und machen wir morgen weiter, oder? Wann denn morgen, Bruder? Nachmittags oder was? Musst du dann morgen, Mittwoch vielleicht. Auf der Bühne, ja, genau. Wir machen morgen auf der Bühne weiter, genau. Und dann einfach auf Instagram gucken, Erkan und Stefan oder Facebook oder Twitter, wann wir wieder, wir machen halt nicht immer gleichmäßig, wann wir halt Bock haben, tun wir halt einfach gamen. Zieht's euch rein. Ganz genau. Haut Abo rein, ja. Beruf. Genau. Haut Abo rein, sowas. Und sagt's den anderen, die sollen's reinziehen, ja. Haut Comments an und Daumen hoch, okay? Wir haben auf YouTube 15 Daumen hoch bekommen jetzt schon. Also, genau. Klar. Und was machen wir jetzt? Wir hosten jetzt. Wir können jetzt zum Beispiel so Kaya Yama hosten oder wer halt gerade online ist, oder? Das bei Twitch oder was? Mach du das. Ja, genau. Ich glaube, du bist der Twitch-Gott. Ich bin der YouTube-Checker. Ich bin der Twitch-Gott, hey. Das kümmert sich. Alles klar, peace. Wir ich mach den Broadcast raus, ja. Ciao, Mann. Morgen auf Schlachthof. Aus. Okay, ciao, Mann. Peace. Ciao, Mann. Ciao. Absolut.